So, wir starten. Einen wunderschönen guten Tag zur 7. Vorlesung Tricks, Trends und Tradition. Freue mich, dass Sie dabei sind. Ein bisschen was vorbereitet bei diesem schönen Wetter. Und ich hoffe, dass Sie Spaß dran haben werden, was ich ja vorbereitet habe. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich gerne noch mal kurz über Noten und so sprechen. Das haben wir in der letzten Vorlesung besprochen und der Felix Zick schickte mir eine Nachricht nach der Vorlesung, also ein Student der aktuellen Vorlesung, und sagte, ja, aber die Noten, die Sie da von sich gezeigt haben, die waren ja nicht schlecht. Also wenn Sie das schon als schlecht ansehen, dann haben wir aber hier ein Problem. Und ich habe gedacht, okay, ich habe natürlich ein bisschen getäuscht, aber hatte ich auch erzählt, ich hatte dieses Zeugnis hier gezeigt damals von der 4. Klasse, erstes Halbjahr. Das ist das entscheidende Zeugnis gewesen, was die Versetzung bzw. was die Schullaufbahnempfehlung betrifft. Und das heißt, ich hatte damals alles gut und sehr gut und so weiter und so fort und sagte, ich war aber insgesamt echt kein guter Schüler. Habe aber die schlechten Zeugnisse nicht gezeigt. Und das möchte ich nachholen, weil es soll nicht so vorkommen, als wäre ich jemand, der sagt, oh nein, ich habe bestimmt nur 5 und dann bin ich derjenige, der eine 1- in der Klausur so bekommt. Ich kann das immer schon relativ gut objektiv einschätzen. Und deswegen habe ich mal Zeugnisse aus der Pubertät mitgebracht, 9. Klasse. Oder so Ende Pubertät eher so, ne? Oder? Ich glaube, bei mir Anfang. Und da sehen Sie, nee, der war nicht gut in der Schule. Also Sport, da hat er eine 1 gehabt. Übrigens auch nicht immer. Obwohl ich Profisportler war, das wird man nachher noch sehen im Abitur. Ich hatte Sportleistungskurs und war richtig schlecht. Das war an den Klausuren, weil ich nicht gelernt habe. Aber ansonsten Deutsch ausreichend, nie so richtig gut gewesen in der Schule irgendwie. Hat auch keinen Spaß gemacht. Erdkunde ging ganz gut. Englisch ausreichend, obwohl ich eigentlich sprachlich ganz gut bin. So was Fremdsprachen angeht, Französisch ausreichend. Ich habe mich mit der Französischlehrerin nicht so gut verstanden. Ich bin auch des Öfteren mal rausgeflogen und ich bin teilweise auch schon rausgegangen, wenn die nur meinen Namen gesagt hat, weil dann dachte ich, die meint, dass ich wieder rausgehen müsste. Sollte ich dann gar nicht. Mathe ausreichend, Physik befriedigend, Chemie gut, das verstehe ich nicht, muss ich sagen. Biologie befriedigend, Musik befriedigend. Obwohl ich auch sagen würde, ich bin musikalisch. Kann eigentlich auch nicht sein. Heute sähe das mit Sicherheit anders aus. Und Kunst gut. Da habe ich meistens auch vielleicht sogar noch eine 1 gehabt, weil Kunst war so in unserer Familie eigentlich ganz. Und dann hat man noch Informatik oder auch ausreichend. Also das ist meiner Meinung nach ein grottenschlechtes Zeugnis, wenn man sich überlegt. Sie kennen ja meinen Lebenslauf so ein ganz kleines bisschen jetzt inzwischen, weil ich stehe hier und habe den entsprechenden Job. Und ich würde sagen, also wenn ich so ein Zeugnis sehe, dann sage ich nicht, dass der wird Professor, oder? Also auf gar keinen Fall. Und ich gehe noch tiefer rein, das tut noch mehr weh, weil ich habe über meine schlechten Noten eigentlich, glaube ich, noch nie so gesprochen, weil es eigentlich immer jedem egal war. Meine Mutter zu Hause wusste, ich werde schon irgendwie durchkommen. Und deswegen habe ich eigentlich auch kaum drüber gesprochen mit irgendwem. Und hier sehen Sie die Bescheinigung über die Schullaufbahn 12 und 13. Und da sehen Sie zum Beispiel in der 12, ich hatte nur einstellige Noten. Also das ist nicht gut, würde ich sagen, oder? Nur einstellige Noten, das heißt, die beste Note war eine 3+. Technik hier hinten, ich war im Gymnasium, ne, da hatten wir Technik sogar ziemlich schlecht mit 5 Punkten nur. Dann hat es sich so ein bisschen stabilisiert und dann kam die einzige 5, die ich jemals in meinem Leben auf dem Zeugnis hatte. Das war in Mathe in der 12-2. Da habe ich echt 3 Punkte bekommen, eine 5+. Und ich weiß auch noch damals, dass ich so überfordert war und ich gar keinen Plan mehr hatte von Mathe und ich sogar beim Arzt war, mir meinen Attest zu holen. Also ich bin sogar geflüchtet mit Rückenschmerzen damals, das weiß ich noch. Eieieiei, wirklich schlecht. Und Sport, 10 Punkte nur. Und ich war Profisportler, also ich habe sowas von dermaßen einfach schlecht mich in der Schule da aufgeführt. Wirklich, wirklich mies. Und was ich jetzt, als ich mir das die Tage nochmal angeschaut habe, beachtlich finde, ist dieser Sprung von der 13.1 zu 13.2. Schauen Sie sich das mal in Deutsch an. Von 5 Punkten auf 13 Punkte. Da stimmt doch irgendwas nicht. Da würde man sagen, da ist doch irgendwas mit Reliabilität und Zuverlässigkeit komisch, oder? Also von 5 Punkten auf 13 Punkten, Wahnsinn. Ich weiß noch genau, was wir damals hier in der 13.2 gemacht haben und warum ich da mich so gut gefühlt habe. Ich muss dann allerdings sagen, in der Abiturprüfung war ich wieder schlecht in Deutsch. Da habe ich dann, glaube ich, wieder nur 5 Punkte bekommen in der Klausur. Das war mein schriftliches Abiturfach. Ich war mit 2,4 vorbenotet fürs Abi. Ich bin mit 2,8 raus. Nur zur Information, mit 2,8 kann man dann doch auch noch einen Doktor machen und Professor werden offensichtlich. Also das dazu, lieber Felix Zick, ich habe nicht geblendet. Das Blenden war nur das Zeugnis in der 4. Klasse. 5 war ich auch noch gut, 6 auch, 7 auch noch ganz gut und dann ging es los. Dann wurde es echt mies. Und im Endeffekt muss ich feststellen, 10 Jahre ungefähr nach der Schule habe ich Schule verstanden und ich würde sie heute ganz anders nutzen. Ich habe es nur leider früher nicht gemacht. Ich bin gerne zur Schule gegangen, aber ich war einfach nicht gut, leider. Das also nochmal als Rückblick zu den Noten und dann auch ein kleiner Rückblick in Richtung summative und formative Diagnostik oder Leistungsdiagnostik. Wir haben in dem StudIP-Ordner ein Video von den beiden
Schwestern Linkemeyer. Das ist ganz cool. Das fasst ganz gut zusammen, was der Unterschied ist zwischen summativer und formativer Diagnostik und was da mal der Vorteil und da mal der Nachteil ist. Wenn Sie also Lust haben, schauen Sie sich das an. Passt heute nicht gut in die Vorlesung, weil wir zeitlich ein bisschen angespannt sind. Also wenn die Studierenden Lust haben, schauen Sie sich das an. Sie finden es bei StudIP bei den Beispielen der Videos der Studierenden aus dem Wintersemester 19/20. Ansonsten ist das Thema heute, wir haben es gedreht, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, wir haben den inhaltlichen Plan doch nochmal gedreht. Wir werden in der nächsten Woche über die klassische Beratung sprechen, vor allem systemische Beratung und über Manipulation, und haben in dieser Woche das Thema gewaltfreie Kommunikation in Unterricht und Leben. Und der Grund ist ein ganz einfacher, es passt super gut rein, und wir haben, das hatte ich damals schon mal angekündigt, ein bisschen was produziert im Studio, und das würde ich Ihnen gerne vorspielen, zumindest Teile davon. Ungefähr anderthalb Stunden oder eine Stunde 28 werde ich Ihnen davon jetzt gleich zeigen. Sie sollten sich einfach mal zurücklehnen und das so ein bisschen genießen, weil es wird nicht allzu interaktiv, sondern man kann sich einfach so ein bisschen berieseln lassen. Und zwar werden Sie gleich eine Unterhaltung sehen zwischen dem Konstantin Kunze und mir. Konstantin Kunze ist aus Bochum, arbeitet an der Ruhr-Uni Bochum, ist ein Kumpel, ein Freund von mir, ist ein Alleskönner, also kann irgendwie alles so ein bisschen. Er kann Medien ziemlich gut produzieren, steht also meistens hinter der Kamera und produziert Medien, ist Musiker. Und hat irgendwann zwischendurch, weil er Lust drauf hatte, auch noch den psychologischen Berater gelernt und beschäftigt sich da also mit unter anderem auch diesem Thema. Und man muss sagen, er ist kein Akademiker, also ist kein Doktor, kein Professor, sondern ist halt an der Ruhr-Uni zwar tätig, aber in der Medienproduktion. Und ist dann auch bei den Veranstaltungen, macht er so die eine oder andere Sache bei uns in Bochum. Wir sind in der Location oder in der folgenden Location, zwar im Tiefkeller der ehemaligen Zeche Stegel und Eisen in Herten. Tiefkeller bedeutet also ziemlich weit unten in der Erde. Und das Ziel dieser ganzen Veranstaltung, dieses Videos, das Sie da gleich sehen, von diesem Videopodcast ist, es soll ein bisschen inspirieren und sensibilisieren. Also Sie werden nicht die riesig große Fachwissensvermittlung da gleich erleben, sondern es geht eher darum, dass Sie vielleicht mal von einem Thema mitbekommen, von dem Sie vielleicht mal gehört haben. Vielleicht haben Sie sich damit auch schon mal intensiver beschäftigt, dann ist es nochmal so ein bisschen Aktivierung. Oder es ist womöglich, vermutlich sogar, für die meisten von Ihnen ein ganz neues Thema, so wie es für mich auch ein neues Thema war, bis ich dann irgendwann von Konstantin vor, ich würde mal sagen, einem Jahr oder anderthalb Jahren darauf angesprochen wurde. Lehnen Sie sich also zurück und schauen Sie einfach mal nach, was Sie sich irgendwie notieren wollen. Ich würde an Ihrer Stelle einen Stift und einen Zettel nehmen oder die digitale Variante davon und dann einfach mal aufschreiben, was Sie für relevant halten. Dieses ganze Video, also der ganze Videopodcast, den werden wir morgen Nachmittag veröffentlichen, auch natürlich hier bei YouTube und werden auch über Instagram das eine oder andere Making-of davon noch präsentieren, weil wir glauben, dass es ganz cool geworden ist. Die Aufgabe für die Studierenden der Uni Osnabrück, ich fände das cool, wenn Sie Situationen beschreiben würden im Schulalltag, in der die GFK, also die gewaltfreie Kommunikation, von der Sie nachher hören werden, angewandt werden könnte, und dass Sie mal Situationen raussuchen, in denen die GFK einen Mehrwert leistet. Also mal so typische schulische Situationen durchdenken. Was passiert denn, wenn Lehrkräfte mit Schülerinnen und Schülern sprechen oder Schülerinnen und Schüler untereinander oder Lehrkräfte untereinander in einem Lehrerzimmer zum Beispiel oder von Schulleiter zur Lehrkraft, von Schulleiter zur Referendarin oder zum Referendar. Mal überlegen, wo gibt es so Situationen, in denen die GFK, also die gewaltfreie Kommunikation, helfen könnte. Hört sich ziemlich esoterisch an, der Begriff und so. Das werden wir gleich auch klären. Wie immer 100 Wörter und Sie haben dafür eine Woche Zeit. Genau, damit würde ich sagen, wir starten direkt. Ich werde das Video jetzt für Sie hier live abspielen. Das ist die Weltpremiere, es wurde noch nicht öffentlich irgendwo gezeigt. Und wie gesagt, ich schneide mittendrin rein, nach ungefähr 20, 25 Minuten. Und Sie lehnen sich zurück. Wenn Sie das ganze Video sehen wollen, was ich Ihnen nur empfehlen kann, weil das ziemlich witzig auch losgeht, dann wie gesagt ab morgen Nachmittag mal bei YouTube auf meinem Kanal vorbeischauen. Und genau, und wie Sie so an Material kommen, das werde ich Ihnen nachher auch noch erzählen. Nach dem Video hier in der Vorlesung kriegen Sie noch einen Link von mir, mit dem Sie an Material und auch die Making-ofs und so kommen können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich drücke jetzt auf die 4 und dann startet das Video und wir sehen uns danach wieder in ungefähr einer Stunde und 28 Minuten. Bis gleich. Voll. Und wenn wir jetzt über diese ganzen Fragetechniken und so sprechen, dann ist das ja so, bei mir in der Vorlesung momentan, wir sprechen unter anderem über Beratung und Manipulation und wie kann ich ein Gespräch beeinflussen und sowas alles. Und ich bin gerne so in der systemischen Beratung unterwegs und beschäftige mich mit der Art der Beratung. Das heißt also, ich betrachte eher das System,
weiß also, wenn ich mich mit einer Person unterhalte, die ist nie alleine, es walten immer noch andere Kräfte. Bestes Beispiel, ich verzichte auf mein Smartphone, ich bin alleine ein halbes Jahr, ich verzichte ein halbes Jahr auf mein Smartphone, mir geht's richtig gut, danach bin ich nicht mehr alleine, ich wohne mit einem Menschen zusammen zum Beispiel oder bin wieder bei meiner Familie, wie auch immer, ich verzichte immer noch auf das Smartphone, mir geht's aber plötzlich nicht mehr gut, obwohl ich alles gleich weitermache, aber es kommen andere Menschen mit rein, die entsprechend kommentieren. Oder ich habe eine gewisse Sichtweise auf mein Smartphone verzichtet, jetzt kommen Freunde und sagen, voll kacke, dass du nicht mehr bei WhatsApp zu erreichen bist. Ja. Oder habe ein Smartphone-Seminar, unterhalte mich mit Studierenden darüber, die haben auch irgendwelche Meinungen und beeinflussen mich. Also das heißt, mir kann es alleine ganz gut gehen, aber ich bin eigentlich nie wirklich alleine, weil ich lebe in der Gesellschaft und habe also immer entsprechend auch so ein paar andere Leute, die mit mir entweder Marionette spielen oder zumindest irgendwelche Beeinflussungen mitbringen. Ne? Logisch. Und du kommst eher aus dem personenzentrierten Ansatz. Machst deine Ausbildung in diese Richtung, also beschäftigst dich eher mit Rogers und anderen Kolleginnen und Kollegen. Und wir würden jetzt nicht sagen, glaube ich, schwarz und weiß. Ich bin eher so der systemische Denker, auch wenn ich glaube, dass das total Sinn macht, das System immer zu beachten, weil es so super komplex ist in unserer Gesellschaft und so verkorkst, wie wir wahrscheinlich auch in den nächsten paar Minuten noch merken werden. Und du kommst eher von der personenzentrierten Seite. Warum würdest du dich dazu zählen und warum ist das für dich vielleicht irgendwie der Blick, der sich lohnt, anzunehmen. Also ich habe ja die Ausbildung abgeschlossen in dieser Klienten- oder personenzentrierten Beratung. Das war mehr oder weniger Zufall. Ich habe mich dafür für diese Art von Fernstudium oder Lehrgang entschieden und da war das halt dieses personenzentrierte, da hatte ich noch nicht so viel Ahnung. Das Systemische macht für mich durchaus genauso viel Sinn. Da bilde ich mich auch gerade fort. Also das ist auch nicht entweder oder, sondern ergänzt sich eigentlich ganz gut. Was mir bei der personenzentrierten Beratung ganz gut gefällt, ist halt wiederum dieses Individuelle. Also man sieht den Menschen gar nicht losgelöst vom System, sondern auch relativ ganzheitlich oder ganzheitlich, nicht nur relativ, aber eben auch in seiner Individualität, weil wir sind alle so unterschiedlich im Wesen und das gefiel mir da, dass man halt nicht pauschalisiert, generalisiert etc. Vielmehr gefallen mir eigentlich die drei Variablen, die der Rogers aufgestellt hat, die meines Wissens auch Inhalt bei der Ausbildung von PsychotherapeutInnen ist oder sind. Die dazu beitragen, dass eine zwischenmenschliche Beziehung entsteht zwischen beratender Person und der Person, die die Beratung erhält, die Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentwicklung fördert. Und das sind zum einen, und das sind die drei großen Sachen, die auch später nochmal hier auftauchen werden, bestimmt im Verlauf unserer Gesprächsrunde. Das eine ist das einfühlsame Verstehen, da haben wir gerade drüber gesprochen, dass ich versuche zum Beispiel, dich zu verstehen, empathisch aufzunehmen, was du sagst, mich in deine Lage zu versetzen. Das zweite ist die bedingungslose Akzeptanz. Das heißt also, wenn du mir was sagst, werde ich nicht sagen, ja, das ist aber ein bisschen doof oder das ist ja vielleicht ungeschickt gewesen oder so. Ich urteile, bewerte das nicht, sondern ich akzeptiere das. Vielmehr gehe ich sogar noch darüber hinaus oder versuche das zumindest. Es kommt natürlich auch darauf an, was du sagst, da komme ich gleich zu. Ich versuche das wertzuschätzen. Also, dass du mir so etwas entgegenbringst, mir etwas erzählst zum Beispiel, wie es auch bei freundschaftlichen Beziehungen der Fall ist, dass man sich eben auch öffnet und sich gegenseitig Sachen erzählt, dass ich das wertschätze, dass du dich traust, mich da teilhaben zu lassen. Und das Letzte, also eigentlich gibt es auch keine Reihenfolge, aber das fällt mir jetzt zuletzt ein, ist die sogenannte Kongruenz. Das heißt, ich bin dir gegenüber authentisch. Man spricht auch von einer Echtheit. Ich verstelle mich nicht. Also wenn du mir jetzt auch was erzählst, wo ich auch vielleicht ein negativ konnotiertes Gefühl empfinde, dass ich mich dann nicht verstelle und so tue, als wäre nichts, sondern dir gegenüber auch authentisch bin und jetzt nicht irgendwie so tue, als wäre ich happy oder glücklich, sondern klar, dir auch nicht unbedingt unter die Nase reiben, aber dir auch zeigen kann, wenn ich das höre, macht mich das irgendwie traurig oder, ne? Das heißt, ich bin authentisch, rege dich damit auch an, du darfst auch sein, wie du bist. Also du musst dich mir gegenüber auch nicht verstellen, keine Fassade, keine Maske, sondern wir stoßen quasi immer weiter zum Kern des eigentlichen Wesens. Und das finde ich so geil daran. Das bringt so die zwischenmenschliche Beziehung auf so ein
tiefes Level teilweise, natürlich mit der Zeit erst, ne, wenn das Vertrauen wächst, aber das ist sehr schön. Und dieser Rogers, das wollte ich noch dazu sagen, der hat das halt auch mit, also versucht, naturwissenschaftlich zu belegen, sozusagen mit naturwissenschaftlichen Experimentmethoden. Wenn du jetzt von Wertschätzung sprichst, würdest du sagen, dass die Kommunikation in unserer Gesellschaft genügend Wertschätzung erhält und dass wir eigentlich da genug Fokus drauf legen, also genug drauf achten auf Kommunikation generell? Oder müsste die Bedeutung von Kommunikation, vor allem von der Wertschätzung von Kommunikation, größer sein? Ich erinnere mich an eins unserer letzten Gespräche, das vorletzte. Beim letzten haben wir dann genau darüber gesprochen, dass wir am Ende sagten, boah, danke für das gute Gespräch. So. Ja. Ja, waren wir voll happy. Ja. Ja, irgendwie tat's gut. Hatten unsere Kopfhörer auf, haben gezoomt und haben uns über irgendwas Deepes unterhalten. Und da haben wir, glaube ich, auch das hier so ein bisschen vorbereitet, glaube ich, und haben irgendwann abgebrochen, weil wir merkten, boah, das geht zu weit. Und sagten also danke. Ja. Würdest du sagen, wir wertschätzen gute Kommunikation oder generelle Kommunikation genug? Und weil in Schule zum Beispiel spielt es keine Rolle? Ja, mir fallen da zwei Sachen ein. Also einmal geht es dir jetzt, glaube ich, darum, dass ob wir Kommunikation generell gut, ob wir die wertschätzen. So. Lass mich mal sortieren. Ich habe mich ja bei dir bedankt. Also, oder ich nehme mal ein anderes Beispiel. Stell dir mal vor, dir erzählt jemand was, ein Kumpel, ein Freund oder eine Freundin, und er oder sie hat wirklich auch Schwierigkeiten, da über den eigenen Schatten zu springen und dir das zu erzählen, weil sie sich schämt oder er sich schon selber verurteilt hat meistens, ne? Also Schamgefühl oft auch ja so ein Hindernis, etwas zu erzählen. Und die Person erzählt dir das, ne? Und in dem Moment, wenn du das quasi aufnimmst und dann eben nicht verurteilend, bewertend oder sonst irgendwie reagierst, sondern einfach sagst, ja, krass, danke, dass du mir das erzählst, danke, dass du mir das anvertraust, in dem Moment schätzt du ja wert, dass die Person sich so gegenüber dir geöffnet hat, obwohl sie augenscheinlich oder spürbar einfach so Schwierigkeiten hatte. Das ist einmal diese Wertschätzung, wenn dir jemand etwas entgegenbringt, was halt auch mit Vertrauen zu tun hat. Und das andere, ob wir Kommunikation genug wertschätzen generell. Also ich glaube einfach, das Ding ist, dass Kommunikation an sich nicht gelehrt wird oder richtig unterrichtet wird oder wie man das eigentlich schön machen, gestalten könnte, das, glaube ich, fehlt. Und dann würde damit auch Wertschätzung einhergehen. Weil wie wir kommunizieren, ist ja eigentlich eher die sogenannte entfremdete Kommunikation, über die ich mit dir auch sprechen möchte. Worüber hier wir sprechen, das entscheide ich. Aber ja, mir gehen so viele Sachen durch den Kopf. Also gerade deine Frage mit dem Wertschätzen der Kommunikation an sich, da. Ja, weil ich glaube, wir wertschätzen es nicht. Also wir sagen ja manchmal so, boah, das war so ein cooles Treffen heute Abend mit was weiß ich wem. Und es hat so viel Spaß gemacht. Warum eigentlich? Also hat es Spaß gemacht, weil man irgendwie über spannenden Inhalt gesprochen hat, weil man so harmonisch war, weil es lustig war. Und ich glaube, dass man super häufig Gespräche hat, die dann auch super inspirierend sind. Und die kommen ab und zu vor. Und ich glaube, dass die wesentlich häufiger vorkommen können. Und ich glaube, dass wir wesentlich häufiger als diese guten Unterhaltungen schlechte Unterhaltungen haben. Im Job oder auch zu Hause. Weil wir nicht genau wissen, wie man eigentlich sich vor allem in stressigen Situationen unterhält. Und ich glaube, in stressigen Situationen kommen ja sowieso immer nur Automatismen ans Tageslicht. Da wird also schnell das reproduziert, was man in Schemata abgelegt hat. Und deswegen jetzt auch die Frage, vielleicht mal nachfolgend jetzt auf deine Antwort gerade. Was glaubst du denn, was hat den größten Einfluss auf die Art und Weise, wie wir kommunizieren? Also wenn wir jetzt mal irgendwie so im Schnitt uns angucken, wie die Gesellschaft sich unterhält oder kommuniziert generell, nicht nur vielleicht so verbal, sondern auch über Schriftsprache und Werbung und so. Was würdest du sagen, was hat den größten Einfluss in unserer Gesellschaft darauf, wie wir kommunizieren und wann wir kommunizieren und wann vielleicht auch nicht? Ich glaube, ich habe da eine klare Idee. Okay, ich weiß noch nicht genau, worauf du hinaus willst, was Einflüsse hat, also kannst du mir das nochmal? Ja, wir könnten ja sagen, wir lernen ab der ersten Klasse, wie man richtig kommuniziert. Zum Beispiel. Machen wir nicht. Nö. Also wir haben ja kein Kommunikationstraining oder so. Das lernst du vielleicht irgendwann mal in irgendwelchen Workshops, wenn du irgendwo in der Wirtschaft bist, wenn überhaupt. Und wenn das in der ersten Klasse schon losginge, dann könnte man sagen, mein Gott, seitdem es diese Trainings dort gibt oder den Unterricht, dieses Fach Kommunikation, ist wesentlich sanfter in der Gesellschaft. So. Dann könnte man sagen, das hat einen Effekt. Haben wir nicht. Also es kann der normale Unterricht einen Effekt haben oder was zu Hause los ist oder die Art und Weise, wie die Gesellschaft funktioniert. So. Und ich würde zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich würde fast sagen, dass der Leistungsdruck und der Stress,
das Hamsterrad, was sich relativ schnell dreht in unserer Gesellschaft, die Ängste, was zu verpassen, Ängste, nicht den Lebenslauf hinterher zu haben, den man sich irgendwie vielleicht gewünscht hat oder die Eltern sich gewünscht haben. Und ich glaube, dass dieser Druck dazu führt, dass wir in einer gewissen Art und Weise kommunizieren, würde ich sagen, es hat den größten Einfluss, weil wir lernen ja eigentlich nirgends, zumindest nicht in den wichtigen Jahren, wie man es richtig macht, sondern wir gucken dann vor allem wahrscheinlich auch ab, was geht zu Hause, was geht nicht, wollen uns davon abgrenzen oder machen es ähnlich. Und ich sage also, Gesellschaft und Leistungsdruck und Kapitalismus vielleicht auch so ein bisschen in diese Richtung. Und dieser Druck, dass das dazu führt, dass wir ziemlich schnell gestresst sind, weil wir alle unser Ding durchdrücken wollen und total wenig Zeit haben. Ja, unterschreibe ich. Ja? Ja, unterschreibe ich. Du sagst ja Lebens, vorhin hast du was von Lebensentfremden. Ja. Oder lebensentfremdet. Lebensentfremdeter Kommunikation, genau, so nennt der. Aber ist es denn lebensentfremdet, wenn wir sagen, das ist halt das Leben in unserer Gesellschaft, so sind wir? Weil das Witzige ist ja, ich hatte in der letzten Vorlesung Thema Noten. Ja. Und wenn man dann sagt, ja, aber wenn du Noten in der Schule nicht mehr hast, und das wird ja durchaus so ab und zu mal diskutiert, ist momentan noch nicht so umsetzbar, weil die meisten Menschen es behalten wollen, aber es wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, keine Noten zu haben. Dann sagen aber manche Menschen als Grund, die Noten zu behalten oder dafür diese zu behalten, wir müssen ja irgendwann die Kinder auch darauf vorbereiten, was sie hinterher irgendwann erwartet. Also wir brauchen ja schon auch ein bisschen Leistungsdruck und generell ein bisschen Druck in der Das ist so ein konservatives Schule. Argument, weißt du. Das, also so ist es und so muss es dann auch sein und bleiben. Und dieses Lebensentfremdete heißt ja nicht unbedingt, nicht nur entfremdet vom Leben, das klingt vielleicht nicht so klar, sondern auch entfremdet von dir selbst. Wenn du in einer Leistungsgesellschaft groß wirst, wo du quasi in diesem von dir beschriebenen Hamsterrad bist, dann tust du ja sehr viel für andere oder um anderen gerecht zu werden. Also Maßstäbe von anderen zu erfüllen, irgendwo mitzuspielen, irgendeine Leistung zu erreichen. Und in dem Fall bist du nicht bei dir. Also du bist auch von dir selbst entfremdet zum gewissen Grad, je nachdem, wie viel du das eben mitmachst oder nicht, ne? Und darum geht's. Also in diesem Hamsterrad bist du von dir entfremdet und auch in der Art und Weise, wie wir kommunizieren. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch mehr drauf eingehen soll. Nee, aber ist okay. Und würdest du sagen, wenn du der Art und Weise, wie wir in der Gesellschaft kommunizieren, eine Schulnote geben müsstest, welche Note würdest du geben? Also, da bin ich schon hardcore, dass ich 5 bis 6 sagen würde. Ja? Also nicht versetzen? Ja, bleib sitzen, ja? Ja. Wenn du jetzt so durch die Straßen gehst oder wenn du irgendwelche Sendungen anguckst oder irgendwie so oder Menschen zuhörst, fällt dir auf, wenn die entfremdet, lebensentfremdet kommunizieren? Ja? Ja, immer mehr auch. Also immer mehr zumindest. Das Ding ist, Ferdi, soll ich jetzt sagen, dass es um gewaltfreie Kommunikation geht? Weil du hast einen roten, weiß nicht, ob du einen roten Faden im Kopf hast und ob ich jetzt schon dir das vorwegnehmen darf oder ob mach, du... Mach einfach, ich habe keinen roten Faden. Okay. Du brauchst keine Angst haben. Gut. Ich gehe von Satz zu Satz. Also ich habe ja die, wir beide unterhalten uns ja auch noch über die gewaltfreie Kommunikation, die wir mehr oder weniger gerade checken oder versuchen zu internalisieren. Und ich übe mich da gerade drin und merke, wie schwierig und komplex das ist und wie anstrengend das auch ist. Und gleichzeitig, wie mich das sensibilisiert eben für, was du gerade sagtest, wenn ich irgendeine Sendung gucke, wenn ich Leute im Alltag reden höre, kommunizieren höre, wie krass entfremdet das ist. Dann sag doch mal, was die Grundidee der ganzen Angelegenheit ist. Also wir haben jetzt so ein bisschen den Rahmen gemacht, wir haben über Beratung gesprochen, da ist ja Kommunikation auch super wichtig. Wir haben über die Gesellschaft gesprochen, was beeinflusst Kommunikation, wie wichtig ist Wertschätzung. Wir haben schon ein bisschen über Empathie gesprochen und so, aber wenn du jetzt sagst, gewaltfreie Kommunikation, was ist die Grundidee? Weil dieser Begriff, also im Englischen Non-Violent Communication, das hört sich ein bisschen cooler an für uns in Deutsche, gewaltfreie Kommunikation, Gewalt hört sich ja für uns immer an, als wird man gleich draufhauen. Ne? Ja. Und auf der anderen Seite klingt es ein bisschen esoterisch. Aber was ist die Grundidee von gewaltfreier Kommunikation? Und wir beide können uns ja direkt outen, wir finden es cool. Ja. Und ich glaube, dass das für die Gesellschaft, für Beziehungen, für Familie und vor allem auch für Schule oder Uni, also alle Bildung. Für jedes System. Super spannend und eigentlich unbedingt sein muss. So. Ja. Sag mal, was die Grundidee ist. Ich sag gleich was zur Grundidee. Ich wollte auch noch mal was zum Namen sagen. Ich finde den auch Turn, wo wir schon bei der ersten Bewertung, Beurteilung sind, um die es auch gleich gehen wird, bestimmt.
Das klingt natürlich so hippie-mäßig, ne? Letztendlich gibt es auch einen anderen Namen, einfühlsame Kommunikation, schreckt bestimmt auch wieder viele ab, ne? Vor allem Männer dann so, was ist das, geh da weg mit. Die Sache ist aber, das Gegenteil von der gewaltfreien Kommunikation ist halt eben die entfremdete Kommunikation, wie wir sie auch im Alltag gelernt haben, überwiegend. Und da geht es darum, dass wenn du irgendwas Bewertendes sagst beispielsweise oder Urteilendes oder Verurteilendes, du das Gegenüber quasi, und da liegt die Gewalt, dem Gegenüber etwas unterstellst und derjenige sich dann vielleicht rechtfertigen möchte, sich verteidigen möchte, also deine Aussage als Angriff wertet und allein schon, man sieht welche oder wenn man hört, welche Vokabeln ich benutze, Angriff, Verteidigung, dann weiß man, was mit Gewalt gemeint ist. Ne? Also Ferdi, wenn du immer so auf den Tisch guckst, dann hörst du mir doch gar nicht zu. Das ist eine Unterstellung, die ich mache. Ich weiß gar nicht, ob du mir zuhörst oder nicht. Ne? Also du bist einfach nur konzentriert und guckst auf deinen Zettel. Aber ich unterstelle dir mit meiner Aussage, dass du mir nicht zuhörst. Und allein da könntest du dich jetzt schon so ein bisschen angegriffen fühlen und sagen, sag mal, doch, ich höre dir zu. Oder sorry. Oder also es gibt vier Arten, wie ich mit so einer Aussage umgehen kann. Mhm. Entweder sagst du jetzt, ja, Entschuldigung, ich höre zu. Also du übernimmst die Verantwortung für mein Gefühl, dass ich das Gefühl habe, ich habe das Gefühl, du hörst mir nicht zu. Ne? Mhm. Das Zweite ist, du sagst, stimmt doch gar nicht, ich höre dir zu. Das stimmt doch gar nicht. Du leugnest, gehst also in den Gegenangriff über. Das Dritte ist, dass du quasi dein Gefühl äußerst und dass du sagst, du hörst mir zu, du hast nur auch ab und zu auf das Blatt geguckt. Und das Vierte ist, du könntest jetzt mich empathisch aufnehmen und sagen, ist dir wichtig, dass ich dir zuhöre, dich anschaue, wenn du sprichst. Ja, genau. Ja. Weil du die Aufmerksamkeit im Gespräch brauchst und sowas. Ne? Ja. Und wenn du jetzt sagst, okay, so Beobachtung und Bewertung und musst frei davon bleiben, dann spricht das im Großen eigentlich gegen das, was wir ja häufig machen. Ja. Logisch, das hast du gerade gesagt. Und ich ziehe mal den Faden, den Bogen zur Schule. Letzte Vorlesung, es ging um pädagogische Diagnostik und bei der pädagogischen Diagnostik ist es so, ich habe ja als Lehrkraft oder als Dozierender, wer auch immer, die Aufgabe, die Person, die ich zu unterrichten habe, vorab am besten zu diagnostizieren. Ich muss also wissen, was kann diese Person, was weiß sie, wo sind die Interessen, die Stärken, bevor ich dann weiß, wie ich diese Person fördern kann. Und das heißt also, ich schätze ja ein. Also ich muss irgendwie Verhalten beobachten, aber ich muss es auch irgendwie bewerten. Ja, also ich muss irgendwie sagen, darin bist du so gut oder ich sehe, derjenige guckt nicht zu, ist nicht aufmerksam. Ist die Frage, ist das dann nicht gegen gewaltfreie Kommunikation, wenn ich also als Lehrkraft ständig die Aufgabe, jemanden zu bewerten? Also ich muss nicht nur einschätzen, wie ist das Vorwissen, ich muss auch hinterher Noten geben. Also ich muss den in irgendeine Schublade packen, ausreichend, befriedigend oder gut und so. Würdest du sagen, wenn wir so die pädagogische Diagnostik und wenn wir das Summative davon nehmen, also zum Beispiel auch benoten, ist das gewaltfrei oder ist das eigentlich geladen mit Gewalt, wenn ich Noten vergeben muss? Wenn man streng genommen, ist das natürlich eine Beurteilung, eine Bewertung und da geht mir schon wieder so viel durch den Kopf, weil bei solchen, also wenn wir so Aussagen machen, bei denen wir schon eine Wertung reinpacken, wie zum Beispiel, da gibt es dieses Beispiel, Müller ist ein schlechter Fußballer, ne? Dann ist da schon die Bewertung schlecht drinne. Und so kommunizieren wir ja normalerweise. Und damit legen wir den Fokus auf das, was vermeintlich nicht gut ist. Und das machen wir mit Schülerinnen und Schülern genauso. Also wir gucken, wo sind die Schwächen, wo muss was getan werden, anstatt zu schauen, in der Kommunikation, was braucht die Person eigentlich gerade, also auch wieder das von uns weg oder was hat der Schüler, die Schülerin vielleicht gut gemacht, weißt du? Der Fokus ist in der Bewertung verrutscht hin zum Negativen auch oft. Und ja, darin liegt natürlich auch die Gewalt, weil ich kenne das aus meiner Schulzeit, ich fand generell, und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, dass viele aus einer gewissen Angstmotivation herausgehandelt haben. Ne? Irgendwie Lehrer stellt sich vor die Klasse, sagt so, nächste Woche schreiben wir Klausur. Und alle versuchen so rauszuquetschen, was so drin vorkommt von dem, was man behandelt hat. Und so eine allgemeine Anspannung in der Klasse. Ne? Und dann sagt der Lehrer auch, ja,
wird ein ganz schönes Brett. Ne? Aber ich habe mir es nicht ausgedacht, das ist so, ne, Lehrplan muss eingehalten werden und so. Ne? Und ich finde, die Motivation ist so angstgeladen, anstatt zu sagen, Leute, wir können hier was richtig Geiles lernen. Oder wer macht denn das? So, weißt du, wer stellt sich denn vorne hin? Also, ich bin kein Lehrer, ne? Aber wer stellt sich vorne hin und sagt, Leute, ich finde das Thema mega geil, ich hoffe, ich kann euch dafür begeistern oder so. Ne? Sondern es ist Lehrplan und dann kommen solche Aussagen wie, ja, die Klausur, die wird es in sich haben, sondern ihr müsst jetzt alle Angst haben, ihr müsst jetzt jeden Tag lernen, also das impliziert das. So. Aber das ist das Perverse am System, dass es, glaube ich, viele Lehrkräfte gibt, die sich das erstens wünschen würden, das machen zu dürfen, aber die stecken in einem System, ja, wo der Druck von oben ziemlich schwer lastet. Ja. Das heißt, die versuchen den Spagat zwischen Interessen geleitet, Leute inspirieren und nach vorne bringen, individuell fördern. Auf der anderen Seite kommt der Standardisierte, eine Klausur, irgendwelche Abschlussprüfungen. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste am Job der Lehrkraft momentan. Aber es gibt unendlich viele gute, nur passt das voll. Das System halt manchmal voll. Noch nicht. Und ich muss auch dazu sagen, meine Schulzeit ist ja nun auch jetzt lange her, ne? Und das ist auch nur mein subjektiver Eindruck, die 2 Jahre, ne? Aber deswegen, ich will da niemandem was unterstellen, dass natürlich gibt es da Engagement und hier und da gibt es ja auch Ideen, wie man es besser machen kann. Und Noten und generell so Bewertung hat ja auch mit Vergleichen zu tun. Steckt in Vergleichen Gewalt? Also wenn mich jetzt jemand fragt, so findest du meine Haare schöner als vorher oder findest du das und das an mir schön oder findest du die oder den schöner oder magst du die Klamotten, die sie trägt, so zum Beispiel. Und ich habe schon relativ früh angefangen in der Schule zu denken, boah, ich nehme mir nicht raus, irgendjemandem zu sagen, ob der coole Klamotten hat oder anhat oder nicht, weil ich Angst vor Verurteilung hatte. Ich glaube, ich hatte vor allem Angst, selbst verurteilt zu werden. Ach so, und deswegen hast du es bei anderen gelassen. Ich schätze, dass das mich dazu gebracht hat, weil ich hatte eine ältere Schwester. Das heißt, ich habe irgendwie, die ist 8 Jahre älter, die hat mir immer schon Klamotten gegeben, die so ein bisschen vorweg waren und vielleicht auch ein bisschen weiblicher, ich weiß gar nicht so genau. Und ich hatte immer Schiss davor, gesagt zu bekommen, was bei dir los. So. Auch weil ich nicht Mainstream übrigens war. Wieder Angst motiviert. Ja, natürlich, weil ich nicht Mainstream war. Aber dadurch habe ich mir, habe ich halt eben abgesehen davon, auch schon so zu denken. Das hat sich allerdings so reingebracht, dass ich, wenn ich mir Menschen angucke, manchmal denke ich so, oh wow, aber ist nicht so tief in mir, dass ich denke, geht gar nicht oder wie auch immer, sondern ich habe Respekt davor, wenn jemand einen Stil hat. Aber wenn jetzt Menschen verglichen werden oder wenn Menschen verglichen werden wollen oder wenn Menschen sich mit Schönheitsidealen vergleichen, mit Maßen oder mit was weiß ich auch immer, eine Haarfarbe oder ist Vergleich, in Vergleichen steckt doch Gewalt, oder? Ja. Nicht? Und dann tun doch Noten in Schule eigentlich auch nicht gut, oder? Ja. Also nein. Also ja, sie tun doch, nicht gut sie, oder ja, nein? Ja, sie tun nicht gut. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, wir haben Zeugnisse, so wie wir sie haben klassisch, ne? Mit Ziffernoten. Und wir haben so Gutachten eher, so schriftliche Bewertungen. Okay, wenn man so wie in den ersten Klassen bei uns, ja, in Nordrhein-Westfalen. So Lernberichte. Ja, ist halt auch ein Zeugnis, aber da sind halt so kleine, so wie so ein, ist wie so ein Gutachten geschrieben. Das heißt, also ich schreibe, der Konstantin, der ist musikalisch sehr aktiv und so weiter und ja, so fort. Ja, die hatte ich, ich war in der Gesamtschule, da gab es solche, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Ja. Also anstatt Zeugnisse solche. Und aus Sicht der gewaltfreien Kommunikation würdest du sagen, was tut eigentlich. Also es kommt ja auch wieder darauf an, wie die Texte verfasst sind. Ne? Wenn da Wertungen drin stehen, dann wird es ja auch da wieder kritisch. Dann ist das Gleiche ja nur in Textform. Muss ja, ist ja ein Zeugnis, müssen ja Wertungen drinstehen. Ja eben, dann ist das Gleiche in Textform. Vielleicht ist es dann nur ein bisschen nachvollziehbarer, ne? Als wenn da jetzt nur eine Zahl steht. Und schwieriger vergleichbar, oder? Weil wenn ich jetzt hier eine 2 stelle und du hast 1, dann bin ich dir unterlegen. Ne? Ja, individueller, ne? Es gibt, ja, individueller. Es gibt ein Zitat, das ich total spannend finde von so einem indischen Philosophen, der sagt, die höchste Form menschlicher Intelligenz ist es, zu beobachten, ohne zu werten. Also ja, irgendwo jemandem zuzuhören oder jemanden zu sehen, der sich irgendwie, ohne ihn direkt in Schubladen zu packen oder irgendwas. Ja. Also es gibt ja so viele Thesen darüber, wie der Mensch tickt. Ne? Ganze Persönlichkeitspsychologien, unterschiedliche und irgendwie gibt es ja auch, wird auch behauptet, dass Menschen auch irgendwie immer in Schubladen denken müssen, überlebenswichtig schnell, Entscheidung schnell irgendwie einordnen. Ne? Nichtsdestotrotz sind wir in der Lage zu reflektieren und eben zu Metakognition, dein großes Thema ja auch bei dem selbstregulierten Lernen, und da können wir ja dann auch wissen, okay, wir stecken da gerade was in eine Schublade, ne? Oder bewerten was. Und das muss nicht unbedingt so sein. Und
Darum geht's, weil wenn wir jemanden schon eine Schublade zuordnen, dann ist es ja auch wieder die Gewalt, logischerweise. Und wir packen dieses Individuum irgendwo rein, wo es sich gar nicht sieht oder haben schon diese Bewertung getroffen. Und da sind wir auch wieder bei diesem Gewaltvollen. Ich finde das eigentlich doof, das so zu nennen. Ich mag das nicht, weil das, aber also dieser Gewaltakt ist es ja an sich nicht, aber es ist schon was, wo der andere oder die andere sich natürlich verurteilt fühlt und dann sich anders verhält, als er oder sie es vielleicht würde. Und da fängt es ja schon an. Und dann sind wir schon entfremdet. Ne? Mhm. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Gerade was so Analyse, Bewertung und Definieren von Fehlverhalten des anderen angeht. In dem Buch gibt es ein schönes Beispiel. Die Freundin von jemandem ist sehr nähebedürftig und er sagt dann, ja, die ist immer so anhänglich und so, die klammert so, die ist so anhänglich, eine völlige Bewertung schon drin, die ist anhänglich. Dabei ist sie einfach nur nähebedürftig, das ist ihr Bedürfnis. Ne? Und sein Bedürfnis ist vielleicht gerade, dass er ein bisschen Me-Time braucht, dass er alleine sein möchte ein bisschen, ne? Und also Wert auf Autonomie legt, so, das wäre dann sein Bedürfnis und das clasht dann halt. Ne? Aber er konzentriert sich da auf ihr also vermeintliches Fehlverhalten, anstatt zu sagen so, ich brauche jetzt aber Autonomie gerade, ne, oder muss ein bisschen für mich sein. Witzigerweise machen das Individuen aber auch genauso andersrum. Das heißt, wenn er jetzt mal der Nähebedürftige wäre und sie ihm das nicht gibt, was er jetzt von ihr sich wünscht, dann ist sie halt auf einmal kalt, distanziert, herzlos oder du liebst mich ja gar nicht. Ne? Und da sind wir auch schon bei diesen Unterstellungen. Also er wirft ihr dann vor, Sachen zu, also oder schreibt ihr Charaktereigenschaften zu, die seiner Meinung nach das Fehlverhalten definieren oder die womit er einfach das Fehlverhalten definiert und unterstellt ihr was. Jetzt stecken wir in einem System, es kommen neue Menschen auf die Welt und die kommen irgendwann in die Schule und wir sind als Lehrkräfte schon etwas länger auf der Welt und kennen das System ganz gut. Jetzt kommen die Kinder in die erste Klasse, zweite, dritte, vierte, fünfte und wir sagen also irgendwann so, mein Gott, was für ein ungezogenes Kind und diese ganze Klasse ist irgendwie eine Rabaukenklasse und kommt gar nicht klar. Jetzt kann man ja zwei Sichtweisen einnehmen. Auf der einen Seite kann man sagen, es ist eine Rabaukenklasse und die halten sich nicht an die Regeln und passt nicht zum System, müssten eigentlich nochmal irgendwie sozialisiert oder erzogen werden. Und auf der anderen Seite könnten wir sagen, das System passt nicht zu den Kindern, wir müssen das System mal ändern, weil offensichtlich kommen die hier in diesem System, in der Klasse, in der Schule gar nicht klar. Es ist offensichtlich nicht so individualisiert, dass die sich wohlfühlen und ihre Talente, ihre Wünsche, ihre Interessen ausspielen können, um das Gefühl zu haben, boah, hier wird Autonomie, das Verlangen nach Autonomie und Selbstbestimmung irgendwie voll und ganz gefüttert. Ja. Ich denke, die ganz, ganz große Sache, die du gerade angesprochen hast, sind die Bedürfnisse. Das heißt also, eine Lehrkraft hat das Bedürfnis, guten Unterricht zu machen, der irgendwie effektstark ist. Also die Kinder sollen was lernen, die sollen was mitnehmen. Ich selbst sage zum Beispiel von meiner Vorlesung, ich erwarte gar nicht, dass die Leute viel lernen. Die sollen vor allem inspiriert werden und Interessen entwickeln, damit die selbst sich informieren, wenn sie glauben, dass sie es brauchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Vorlesung großen inhaltlichen Effekt haben kann, wenn da mal irgendwie so 90 Minuten oder 60 Minuten geredet wird. Das heißt, wir haben Bedürfnisse. Lehrkräfte wollen guten Unterricht machen. Kinder wollen irgendwie selbstbestimmt agieren. Die wollen sich kompetent fühlen. Die wollen aber auch irgendwie sozial eingebunden sein wahrscheinlich. Also ein paar Grundbedürfnisse. Und die clashen so ein Stück weit. Weil das System, das ist das alte System. Da kommen neue Leute auf die Welt. Können sich mit diesem alten System vielleicht nicht mehr so richtig auseinandersetzen. Und das Gleiche auch im Privatleben auch. Ja. Du hast das einen Blick von System, du möchtest vielleicht eine monogame Beziehung führen, da kommt jetzt eine Frau oder ein Mann in dein Leben und möchte mit dir zusammen, hat vielleicht irgendwie andere und teile ich die Bedürfnisse nicht mit, kann es ein Problem geben, hast du ja gerade von gesprochen. Und würdest du sagen, dass das da stark dran leckt, sowohl im Privaten, wovon du ja vorhin vor allem gesprochen hast, genauso wie in Schule auch, also dass wir Bedürfnisse stärker und häufiger mitteilen müssen und vielleicht auch schneller? Ja, erstens das und zweitens, was halt noch dazu kommt, das Kind hat ja auch schon Erziehung genossen, bevor es in die Schule kommt. Eine gewisse mehr oder weniger, bewusst oder unbewusst, je nachdem, also von den Eltern, vom sozialen Umfeld etc. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, zur Verantwortung. Wenn die Mutter dem Kind sagt, Mama und Papa sind ganz traurig, wenn du nicht aufgegessen hast, dann kriegt das Kind quasi die Verantwortung aufgeladen für das Gefühl der Traurigkeit von Mama und Papa. Also das Kind lernt ganz früh, wenn ich nicht aufesse,
dann ist es meine Schuld, dass Mama und Papa traurig sind. Also es wird quasi motiviert, etwas zu tun, was es vielleicht gar nicht mehr will, weil es satt ist, es will gar nicht mehr aufessen, aber es wird motiviert, das zu tun aus Schuldgefühl, Schamgefühl. Und so funktioniert auch sehr viel unser System. Also du sollst, ist auch schon wieder gewaltvoll, in dem System funktioniert es so, dass du lernst, damit du gute Noten schreibst, weil die Bestrafungen sind natürlich schlechte Noten, die so nicht gewünscht sind. Ergo tust du etwas aus einer Motivation heraus, aus dieser Hamsterrad-Motivation, aus einem gewissen Zwang, wenn man das so definieren will. Aber da sind wir auch schon wieder bei gewaltvoll sozusagen, bei der entfremdeten Kommunikation. Also du merkst, es ist richtig kompliziert. Und gerade jetzt zum Beispiel habe ich auch so eine Bewertung an mich selbst, wo ich sage, Mensch, laber doch nicht so einen Stuss. Versuch das mal ein bisschen einfacher oder direkter zu kommunizieren. Und bei mir in meinem Denken laufen auch schon Bewertungen ab, wie ich jetzt gerade spreche und rüberkomme. Ne? Und das alleine hindert mich jetzt gerade eigentlich auch schon wieder daran, irgendwie einfach nur mit dir ganz normal zu sprechen, weil ich hier versuche, das gut rüberzubringen. Und gut ist schon wieder die Bewertung. Weißt du, was ich meine? Also es dreht sich da schon wieder im Kreis. Das sind metakognitive Denkprozesse. Ja. Das unterscheidet dich von den meisten anderen Tieren. Aber du weißt, worauf ich hinaus wollte. Ja, diese Konditionierung, etwas zu tun oder zu lassen, aufgrund dessen, dass man meint, die Verantwortung für andere, für die Gefühle der anderen zu tragen. Ja, ja, klar. Und dein eigenes Bedürfnis aber nicht zu leben. Also in der genau, das wird dabei, also du unterdrückst das ja damit, wenn du sagst, ja, ich bin satt, ich möchte nicht mehr aufessen als Kind, ich will jetzt spielen oder so, es ist mit Bedürfnis von Kindern zu spielen und ich musste aber noch sitzen und meinen Teller leer löffeln, dann unterdrücke ich ein Bedürfnis und ich lerne, meine eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken. Und da sind wir wieder bei der Entfremdung, also Entfremdung von sich selbst in dem Sinne. Ne? Aber dann dürfte es doch gar keine Regeln geben, oder? Also wenn du das so, wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass sie so esoterisch klingt und so ja. Komplett alternativ. Aber wenn also Bedürfnisse regieren sollen, dann dürfte es ja gar keine Regeln geben. Also ich denke jetzt an so eine Klasse, weißt du? Also irgendein Kind denkt oder auch ich, wenn ich in irgendeinem Vortrag sitze und ich denke, ich kann nicht mehr sitzen. Wie können Kinder eigentlich am Tag irgendwie 6, 7, 8 Stunden nur sitzen im Unterricht und dürfen nicht aufstehen? Das, ja, ich meine, manche lockern es ja auf und dann sehen die Klassenräume ein bisschen anders auf und das wird langsam etwas anders, als vielleicht früher der Fall war. Aber immer noch nach wie vor viel sitzen und so weiter und so fort. Und wenn jetzt jeder seinem Bedürfnis nachginge, dann wäre es ja ein Riesenproblem. Geht ja auch nicht, oder? Wir brauchen Regeln. Oder was gibt es da für eine Möglichkeit? Ja, man kann halt versuchen, diese Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen. Ne? Also du musst ja auch nicht einem Bedürfnis sofort nachgehen, jetzt in diesem Moment. Also wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, aufzustehen oder so, weil ich, keine Ahnung, oft zur Toilette muss, dann kann ich das ja jetzt auch noch ein bisschen aushalten. Weißt du, was ich meine? Es geht aber darum, da erstmal drüber zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist wichtig. Natürlich habe ich jetzt kein Patentrezept in der Tasche, wie man sowas in eine Unterrichtseinheit dann tatsächlich umsetzen könnte. Ne? Da bin ich auch nicht der Fachmann für. Ja, ja, ja. Da weiß ich einfach zu wenig drüber. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich zum Beispiel merke, boah, der ist aber richtig hibbelig da hinten und der springt gleich wie ein Flummi durch die Klasse und ich merke, ja, es ist jetzt auch schon irgendwie, die sitzen jetzt auch schon 5 Stunden, vielleicht kann ich dann ja tatsächlich mal was unternehmen. Ne? Ja. Ich meine, ich glaube, es gibt vom System oder von der Schule muss natürlich irgendwelche vorgegebenen Regeln geben. Klar, es gibt so ein paar harte Sachen, was so Rassismus und Co. angeht, aber ich glaube, dass so Klassenregeln, das wird ja auch häufig gemacht, vor allem von den Leuten kommen müssen, die auch leben sollen. Also sie müssen halt einfach entsprechend der Bedürfnisse der einzelnen Leute gebaut werden. Ne? Wenn wir jetzt von Bedürfnissen sprechen, ob jetzt in der Beziehung oder in der Schule oder im normalen Leben oder wie auch immer, wobei Beziehung ja auch zum normalen Leben gehört und Schule auch, dann spielen auch Bitten oder spielt die Unterscheidung zwischen Bitten und Forderungen eine große Rolle. Also wenn ich jetzt ein Bedürfnis bei mir erkenne, dann kann ich von dir was einfordern. Und ich kann dich um etwas bitten. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einer Bitte und einer Forderung? Ich würde sagen, der Unterschied zwischen einer Bitte und einer Forderung ist, bei der Forderung sage ich, bitte gib mir das. Und bitte gib mir das. Und bei der Bitte ist es so, wärest du so lieb, mir das zu geben? Und die Bitte würde also sich von der Forderung insofern unterscheiden, dass das bei der Bitte kannst du dich entscheiden, ob du es mir gibst oder nicht. Genau. Und es folgt keine Bestrafung. Ja. Bei einem anderen würde ich da ja irgendeine Konsequenz erwarten müssen, wenn ich das nicht täte. Also ne, im schlimmsten Fall Liebesentzug bei einer Beziehung oder
keine Ahnung, die Unterstellung, ja, du hast mich ja nicht mehr lieb oder sowas, ne, zum Beispiel, oder bei Kindern auch. Und du findest raus, ob es eine Bitte oder eine Forderung war, wenn du sagst zum Beispiel, nein, ich kann dir das jetzt nicht geben oder so, ne, und die Person dann reagiert entweder, okay, verstehe ich, dann war es tatsächlich eine Bitte, oder sie sagt, ja, siste, bla bla bla. So, und dann war die Bitte keine Bitte, sondern eine Forderung. Und der Rosenberg, der sozusagen der Initiator dieser gewaltfreien Kommunikation, sagt halt, wenn du mich um etwas bittest und ich möchte dir diese Bitte erfüllen, weil ich da Bock drauf habe, also er nennt das von Herzen geben, auch schon wieder so Hippie-esque, ne? Und auch das ist schon wieder so eine Bewertung von mir gleich eingeordnet in die Hippie-Schublade. Ja, weil du Angst davor hast, dass die, die dir zuhören, dich in eine Schublade packen. Ja, genau. Ja, exakt. Ja, so ist es. Ich denke auch, Und mein Bedürfnis dahinter ist Gemeinschaftssinn, beziehungsweise eine Anerkennung, ein Bedürfnis nach Anerkennung, dass die mich eben so sehen, wie ich es mit meinem Selbstbild auch ja, dass das übereinstimmt, weißt du? Ich denke die ganze Zeit an meinen Ex-Chef, wie auch im Wirt, Empiriker vor dem Herrn. Ja. Hab vor der Sendung hier auch noch richtig viel Empirie mir reingezogen, um zu gucken, ob das irgendwie evaluiert wurde und so mal. Ja. Und denke auch die ganze Zeit daran, wie wird er darüber denken, wenn ich bin jetzt losgelöst von ihm, ne? Ich bin nicht mehr sein Mitarbeiter. Aber du hast noch im Hinterkopf, ne, ist voll so krass konditioniert. Ja, voll, ne? Voll. Genau, was wollte ich sagen? Wenn ich dir diese Bitte erfülle, weil ich da Bock drauf habe, weil du mein Freund bist, weil ich merke, ey, das wird den Freund, ich trage gerne zu seiner Freude bei, ne, mit dieser Handlung so, da habe ich da Bock drauf, mach das vom Herzen quasi, ne? Und das kennen wir auch alle, also, dass man jemandem gerne mal hilft und sagt, boah, ja, habe ich gern gemacht, so, ne? Oder ich mache das halt eben aus Schuld, Scham, weil ich Angst habe vor einer Konsequenz oder so, dann bin ich einer Forderung nachgekommen. Und ich glaube, es ist für denjenigen, der Bitte nachkommen soll, der Forderung, ist es wichtig zu wissen und auch zu unterscheiden. Was ist doch vor allem für die Person wichtig, die Bitte ausspricht? Also mal zu überlegen, ist das wirklich eine Bitte? Ja. Oder was ist es eigentlich? Weil wenn es eine Bitte ist, dann muss ich auch akzeptieren, wenn die Person halt eben Nein sagt, genau, und darf nicht so darauf reagieren, als wenn, weil dann mache ich ja die Kommunikation auch für die nächsten Wochen kaputt. Ja. Weil die andere Person dann stets, wenn ich eine Bitte äußere, denkt, das ist gar keine Bitte, das ist eigentlich eine versteckte Forderung und deswegen halt auch mehr oder weniger aggressiv. Ne? Exakt. Ach, scheiße, kompliziert. Ja. Jetzt sind wir wieder im System Schule und da haben wir Autoritäten. Also Da haben wir irgendwie Hierarchien. Ja, die haben wir ja fast überall. Ja, die haben wir überall. Ja, aber in Schule auch. Und jetzt sagt der Schulleiter zu einer Referendarin und die Referendarin ist also noch in der Ausbildung, bekommt also noch ein Gutachten irgendwann geschrieben von dem Schulleiter. Frau so und so oder Herr so und so, ich hätte da eine Bitte. Könnten Sie sich vorstellen, was ich, einmal in der Woche noch so eine AG anzubieten? Das ist eine Bitte. Oder ich würde Sie bitten, eine AG anzubieten. So. Und jetzt kommt die Bitte kommt von oben. Da steckt da wieder was drin, oder? Wenn man das so interpretiert. Ja. Also, hat diese Person, das wäre jetzt eine Interpretation. Ist das jetzt eine Bitte oder ist das eine versteckte Forderung? Und es kommt jetzt, also da sind wir ja beim Beobachten. Wenn die später sich nochmal treffen, sie hat diese AG nicht gegründet, ne, die Referendarin, und die treffen sich später und dann sagt er, warum haben sie denn die AG nicht gegründet? Dann kann sie sagen, sie haben mir gesagt, dass Punkt, 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 und sie sagt dann das, was beobachtet wurde, was beobachtbar war, was eine Kamera aufnehmen konnte. Und da war nur drin, er fände das ganz gut. Aber er hat nicht gesagt, machen Sie das bitte, sondern er hat vielleicht gesagt, er fände das ganz gut, wenn sie das machen würde, täte. So, aber hat sie nicht, weil es keine eindeutige Bitte von ihm war und sie auch nicht die Zeit hatte und ihre Bedürfnisse hatte. Und dann sagt sie ihm, sie haben mir das nicht klar kommuniziert, sondern sie haben Folgendes gesagt. Ja, aber gesagt. Dann ist das Gutachten schon schlechter benotet oder hat schon eine schlechtere Note. Ach so, du ist willst... ist schon zu spät und deswegen halt auch nochmal der Hint in Richtung System, also das Systemische, diesen systemischen Blick. Das heißt, der Mensch, der Schulleiter spricht zur Referendarin, ich würde Sie bitten, die Referendarin nimmt es wirklich als Bitte auf und merkt, ich kann nichts noch nebenher machen. Ich habe viel zu viel, Unterricht zu decken, zum Beispiel bedarfsdeckenden Unterricht und so weiter und so fort. Ich schaffe das nicht, nebenher noch das und das zu machen. Und nimmt das also als Bitte wahr und sagt, das ist ja eine Bitte, kann ich also auch sein lassen. Ja. Aber normalerweise wird sie das mit Sicherheit nicht denken, weil das kommt von oben, diese Bitte kommt von oben und das wird ja häufig als Forderung oder verstanden. Und weswegen ich also sage, da hast du wieder das Systemische, da hast du eine Hierarchie, die du erkennst und das entfremdet oder verfälscht wieder ein Stück weit die Mega.
hat oder die Qualität der Unterhaltung, wie wir sie eigentlich, ne, und die eigentlichen Regeln, von denen du jetzt hier so gerade sprichst, woran man sich orientieren sollte. Ja, voll. Weswegen ich halt sage, dass das, was du alles gerade sagst und worüber wir sprechen, vor allem auch für Personalführung voll wichtig ist. Nicht nur für die Lehrkraft, die vor der Klasse steht, für die Schülerinnen und Schüler untereinander natürlich auch und für die Lehrkräfte im Lehrerzimmer. Da sage ich gleich nochmal eine Anekdote zu, warum ich nicht Lehrer geworden bin übrigens. Aber eben auch, wenn jetzt ein Schulleiter zu einer Lehrkraft spricht oder zu einer Referendarin, da hast du die Hierarchie drin und eine Bitte wird da ganz anders verstanden, als würde die Referendarin jetzt eine Lehrerin, die schon fest verbeamtet ist, um etwas bitten. Die Lehrerin wird sich sagen, ach, das ist eine Bitte, da kann ich ja ja oder nein sagen, weil mir kann ja nichts mehr passieren. Aber der Referendarin kann auch so viel passieren. Und da wird eine Bitte eine andere Wirkung haben oder anders aufgenommen. Thema Leistungsdruck halt auch. Wieder, Leistungsdruck, ne? Und System einfach. Ne? Du hast voll. Das, halt ich hab, das ist, glaube ich, auch das, wo ich am meisten dran zu knapsen habe bei dieser ganzen GFK, also gewaltfreien Kommunikationsgeschichte. Rosenberg kommt auch zu dem Punkt, dass man oft sagt, ich soll, ich muss, ich sollte mal wieder, und allein das auch als entfremdet einstuft, weil das suggeriert, als hätte man nicht die Wahl. Und tatsächlich ist es so, dass wir oft in Situationen uns befinden, wo es sich so anfühlt, als hätten wir nicht die Wahl. Wieso? Ich muss doch den Unterricht machen. Ja, ich muss doch den Lehrplan erfüllen. Wieso? Ich muss doch arbeiten gehen. Ne? Ja, das Ding ist aber, und da merkt man so diese existenzialistische Einströmung in der ganzen Geschichte, dieser humanistischen Psychologie, dass du doch immer die Wahl hast. Also du kannst dich ja dafür oder dagegen entscheiden. Du musst dann Konsequenzen tragen, ne? Ja. Und dann mehr oder weniger harte, je nachdem, was du da machst. Also bis zum Jobverlust oder so natürlich. Aber nichtsdestotrotz hast du die Entscheidung. Und er schlägt vor, dass man da mal in die Reflexion geht. Er hatte da so ein Beispiel, dass er als Psychotherapeut immer Berichte schreiben musste, ne? Patientenberichte. Mhm. Und da keinen Bock drauf hatte. Das hat ihn voll gesackt, so, ne? Und dann hat er halt gesagt, ich muss die Berichte schreiben. Und dann hat er sich halt reflektiert und hat dann halt geguckt, ich habe mich dazu entschieden, die Berichte zu schreiben, weil. Und hat dann mal Gründe aufgeschrieben. Also was bewegt ihn? Warum macht er das eigentlich, was er nicht machen will? Und auch da steckt ein Bedürfnis wieder hinter, weil mir eben mein Job wichtig ist, mein eigenes Einkommen, oder je nachdem, was das dann für ein Bedürfnis ist. Und dann kann man abwägen, okay, mache ich das? Oder kann ich das irgendwie, komme ich da drum herum? Kann ich da vielleicht mit jemandem sprechen und das, ne, irgendwie verändern? Etc. Also das gibt dir mehr Wahlmöglichkeiten und stellt das Ganze, also dieser Fokus von diesem Muss, Müssen, von diesem Gewalttätigen verschwindet und es lässt mehr. Aber wenn, Wahl, das, ich verstehe es nicht ganz, weil wenn ich jetzt. Nein, ich weiß, aber ein Beispiel aus der Uni. Ich unterrichte angehende Lehrkräfte und ich sage, würden Sie gerne in Schulen Noten geben oder nicht? Wie fänden Sie es besser vom System her, Noten geben oder eine Schule ohne Noten? Und ich glaube, ich tendiere eher dazu, ich fände eine Schule ohne Noten schöner, weil wäre etwas individueller und eben nicht dieser Druck von oben. Oder man müsste halt Noten wieder anders in diese pädagogische Funktion von Schule einweben und den Druck rausnehmen, was wahrscheinlich schwierig würde. Und jetzt sage ich, ich muss Noten geben. Also ich muss ja auch Studierende bewerten. Genau, und ich sage jetzt, ich muss, um auch ein Stück weit zu rechtfertigen und auch den Leuten gegenüber zu zeigen, ah, I'm sorry, aber ich muss euch ja Noten geben und deswegen macht's mal so und so und so, dann kann ich das besser irgendwie standardisiert machen. Und das, was ist jetzt der Unterschied zwischen, wenn ich jetzt sagen will, ich muss Noten geben oder ich sage halt, ich habe mich dazu entschieden, Noten zu geben, um meinen Job nicht zu verlieren oder was weiß ich was. Was macht das für mich den Unterschied? Der feine Unterschied ist, dass wenn du sagst, du musst, wie gesagt, das impliziert, du hast gar keine Wahl. Du hast aber eine Wahl. Und dass du leugnest deine eigene Verantwortung. Und Rosenberg sagt, dass gerade solche Leute sehr, sehr gefährlich werden können. Wir können da bis runter zur Nazi-Zeit gehen, wo Leute gesagt haben, wir haben das so gemacht, weil wir den Befehl bekommen hatten vom SS-Wehrmachtsoffizier. Ja, ist schon klar, aber dann sag mir mal, welche Wahl habe ich dann? Also wenn ich jetzt sage, ich muss Noten geben, dann sage ich so, ja, ich habe mich dazu entschieden. Es ist absolut hardcore und für mich auch mega schwer zu akzeptieren, dass ich das umformulieren soll in sowas wie, ich habe mich dazu entschieden, weil, oder ich habe mich entschieden, zu machen oder nicht zu machen. Weil du kennst ja auch von mir aus unserem persönlichen Gespräch, ich zum Beispiel, ich fühle mich gezwungen zu arbeiten. Also ich fühle mich da nicht frei, sondern es geht darum, Geld zu verdienen, weil du sonst dem Staat oder irgendwem auf der Tasche liegst und das darfst, sollst du nicht, auch da schon wieder
ne, Gewaltbuzzer sozusagen. Aber das ist auch was, wo ich so dran zu knapsen habe, was ich schwer akzeptieren kann und nicht von diesem Muss wegkomme. Aber das ist genau dieser Akt, der mich ja auch dann selber einschränkt, also der mir auch gar keine Wahlmöglichkeiten mehr bietet. Wenn ich sage, ich muss arbeiten, dann komme ich ja auch gar nicht darauf, mir irgendwie mal andere Sachen vorzustellen. Wenn ich sage, ich habe mich dazu entschieden, arbeiten zu gehen, aus den und den Gründen, und dann wird das Ganze ein bisschen von anders beleuchtet. Weißt du, was ich meine? Ja, aber soll das in dir irgendwas irgendwie mehr Glückshormone hervorrufen? Oder was soll das für eine Funktion haben? Es soll dir Wahlmöglichkeiten bieten. Es soll dir sondern es soll dir zeigen, dass du nicht gefangen bist, sondern dass du auch den Job wechseln könntest. Oder du könntest auch arbeitslos sein. Du hast eine Verantwortung, die du trägst. Ne? Und unsere Umwelt ist halt eben komplexer. Also wenn ich eine Lehrkraft bin und keine Noten geben will eigentlich, das aber mitmache, weil das System so läuft, kann ich mir da ja auch die Frage stellen. Und dann kann ich irgendwann anfangen zu gucken, okay, ist es mir das wert, das mitzumachen, überhaupt noch Lehrkraft zu sein? Also so, dann wird es natürlich ein bisschen existenziell, aber letzten Endes kann ich dann gucken. Beiß ich da in den sauren Apfel, weil ich ja auch noch andere Sachen da bewirken kann in diesem System, weißt du? Ja. Darum geht es, glaube ich, eher. Mhm. Also, dass man wegkommt von diesem, ich muss, und wie gesagt, finde ich so mit Abstand das Allerschwierigste, das zu akzeptieren. Ja, und auch für sich selber. Also nicht mal nur, wenn man in so einem System steckt, so wie wir das machen, du sagst es wegen Arbeiten und ich sage mit Noten geben zum Beispiel, und dann kann man ja sagen, ja, Wahlfreiheit schön und gut, aber ich bin jetzt, habe den neuen Job an der Uni da in Osnabrück, ich kann ja nicht einfach nicht Noten geben, das geht nicht. So, doch. Kannst du schon. Kannst du schon. Rein theoretisch geht das. Weil dann kannst du halt raus aus dem Job und suchst den anderen zum Beispiel, oder du fragst, hast du nur, was weiß ich, was für Seminare geben, die nicht bewertet werden. Ja. Aber auch für sich selber. Ich erinnere mich vorhin mit Jong Su hinter der Kamera und Timon standen wir draußen und ich sagte, boah, ich muss mal wieder mehr Ausdauer trainieren. Mhm. Ich habe beim Treppenhochlaufen gemerkt, oh, also ist schon anders als vor 6 Monaten. Und jetzt kann man gucken, warum meinst du denn, das zu müssen? Ist das dein Bedürfnis nach Gesundheit zum Beispiel, nach körperlicher Fitness? Ja, mit Sicherheit. Also zum einen Gesundheit, aber natürlich auch Wohlbefinden. Ja, und dann kannst du sagen, ich denke, man muss es machen. Ich entscheide mich halt, in Zukunft mehr Konditionstraining zu machen, weil mir meine körperliche Fitness wichtig ist. Ja, klar. Ich kann das umformulieren, weil es für mich sanfter ist, und ich glaube vor allem auch für die Menschen um mich herum. Ne? Wenn du überlegst, steckst in so einer Beziehung und dann kommt die eine Person nach Hause und sagt, ich muss unbedingt noch das und das machen. Stressig. Ist voll stressig. Ne? Ja. Stressig auch schon wieder, Bewertung, ne? Aber es wäre für mich auch eher Stress. Ja. Und wie viel wir im Alltag müssen, darum geht's, ne? Wie viel wir im Alltag müssen. Und eigentlich, eine Freundin sagt immer, ich muss nur sterben, weil das musst du tatsächlich irgendwann, ne? Das wirst du einfach so, aber ansonsten hast du eigentlich immer die Wahl, selbst bei den Grundbedürfnissen, ob du jetzt isst oder trinkst, du kannst dich immer gegen entscheiden. Ob die Entscheidung dann gut oder schlecht sich auswirkt, kann man sich, also ne, weiß man ja meistens. Ja. Wenn man jetzt nach Hause kommt und man sagt, man muss noch Sport treiben, dann kann das auch zu Stress führen, ne? Weil die andere Person vielleicht sich gerade entspannen möchte, aber eigentlich irgendwie gemeinsam sich entspannen wollte, zum Beispiel, wenn man zu dir kommt und... Es muss ja noch nicht mal eine andere... Stell mal vor, wir beide hätten eine WG und ich würde halt ständig nach Hause kommen mit meinem Drang nach Sport. Ich glaube, du würdest dich ständig übergeben. Wieso? Stetzig. Ich muss es doch nicht mitmachen. Ja, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es sich trotzdem stresst, wenn da einer ist, der die ganze Zeit immer Sport treiben möchte. Jetzt kriegen wir Stress. Die Frage ist ja, wie gut, also da sind einfach, dass ich Stress produziere. Nein, jetzt möchte ich ja einhaken, weil wir waren ja schon bei der Verantwortung. Ich, wenn ich es tatsächlich mich, also schaffe, mein Bedürfnis zu schauen, und wenn mein Bedürfnis ist gerade, nee, ruh dich aus, körperlich, ruh dich aus, dann mache ich mit dir keinen Sport. Wenn ich es doch machen würde, würde ich mein Bedürfnis wieder unterdrücken, dir zuliebe, oder weil ich denke, ja, ich muss da jetzt mitmachen, und da ist auch schon wieder Müssen drin, weil sonst stresst mich das oder ich habe ein schlechtes Gewissen. Also das hat ja auch was mit so einer Abgrenzung zu tun. Wenn du nach Hause kommst, sagst, so, ich mache jetzt noch Sport, und ich sage, nee, ich möchte nicht mitmachen, ich möchte mich ausruhen. Punkt. Dann habe ich mich quasi für mein Bedürfnis entschieden. Das ist stark, ja. Das muss man erstmal lernen, das ja. Erstmal und lernen. Die andere Person muss was, ja was auch musst dann du daran, lernen. Was musst du daran lernen? Du musst lernen, dein eigenes Bedürfnis erstmal festzustellen. Du musst und dich nicht von dem System, also von mir, stressen zu lassen. Nicht, dass du vom System, also von mir, dir das Gefühl aufoktroyieren lässt, wenn du nicht mitkommst, bist du ja faul. Ja,
Das könnte ja auch sein, und das hätte ich dir jetzt unterstellt, mal ganz böse, dass ich also ständig nach Hause komme und du denkst dann halt so, oh, der geht schon wieder, ich müsste eigentlich auch mal wieder, weil, was weiß ich, früher habe ich es in dieser und der Frequenz gemacht. Ja. Man fühlt sich deswegen doof und kann dann vielleicht nicht entspannen. Also das heißt, irgendwo Empathie wichtig, sich in den anderen hineinzuversetzen und seine eigenen Bedürfnisse zu kennen, die irgendwie in Relation zu bringen und zu merken, so, der hat den Drang, das Bedürfnis, mein Bedürfnis ist ein anderes, und das ist auch vollkommen okay so, weil... Und dann habe ich Ruhe. Wenn ich das nicht kann, weder Empathie, mich in den anderen hineinversetzen, noch selbst das Bedürfnis irgendwie, dann habe ich ein Problem. Genau, erstens das. Und zweitens, wenn ich sage zu dir, also du fragst mich, ob ich mitkommen will, eine Runde joggen oder was, ne? Und ich sage nein, ich habe gerade ein Bedürfnis, mich einfach nur auszuruhen. Entweder du fragst jemanden an, vielleicht kannst du jemanden anderen fragen oder halt eben alleine gehen. Und du sagst dann, ja, ist ja klar, dass du wieder nur rumchillst, ne? Dann war deine Frage nämlich wieder keine Bitte, sondern eine Forderung. Das finde ich auch wieder interessant. Aber nichtsdestotrotz ist, wie du sagst, ich muss ja auch erstmal mein Bedürfnis erkennen. Also ich habe dann in dem Moment die Aufgabe zu schauen, ja, wie geht's mir eigentlich? Was empfinde ich gerade? Was ist mein Bedürfnis? Und wenn ich auch spüre irgendwie, ja, mein Körper will sich auch mal wieder bewegen, ne? Dann sage ich, ja klar, ich bin dabei, gerne. Und wenn nicht, ist das okay. Und das sollte nach Möglichkeit natürlich auch für die andere Person okay sein. Okay, jetzt guck mal, jetzt habe ich mit meinem kleinen Beispiel so ein bisschen Stress in die Beziehung gebracht, ne, ins Private, oder wollte ich zumindest. Du hast schon wieder so komisch degressiv da reagiert, so gewaltfrei und so. Und das Gleiche machen wir jetzt mit Schule. Ja. Weil wenn wir davon müssen sprechen, das ist ja viel auch müssen. Und du hast jetzt gesagt, ja, so Angst motiviert und Angst vor Misserfolgen, und das motiviert mich halt zu lernen, weil ich nicht möchte, dass ich irgendwie schlechte Noten bekomme oder Ärger zu Hause, wie auch immer. Das heißt, wir haben da das Gleiche auch mit, du musst das machen, ich muss die Hausaufgaben machen oder ich muss die Schulaufgaben machen, ich Voll. Muss dafür lernen, weil sonst kann ich nicht und so weiter und so fort. Und da ist ja wenig Wahlfreiheit. Klar, wenn ich nur so einen Wochenplan habe, dann kann ich mir vielleicht einteilen, wann immer mehr Schulen kommen dazu zu sagen, die Kinder können sich selbst überlegen oder die Jugendlichen, wann sie die Klausur schreiben zu einem bestimmten Themengebiet. Wenn die soweit sind, können die sich anmelden für eine Klausur, was ja irgendwie ein schöner Ansatz ist, so auf den ersten Blick. Und wenn wir jetzt überlegen, wie häufig wir in Schulen mit Unterrichtsstörungen zu kämpfen haben, dass also irgendwie was nicht hinhaut und so, könntest du dir vorstellen, dass so gerade dieses Bedürfnisse hineinversetzen, wir haben von Bitten und Forderungen gesprochen, dass das ein Grund sein könnte dafür, dass wir super viel mit Unterrichtsstörungen zu kämpfen haben und dass dann vor allem gerade Lehrkräfte auch, ich zum Beispiel auch, ein Grund, warum ich nicht Lehrkraft geworden bin, weil ich mir das unglaublich anstrengend vorstelle, in diesem System lange Jahre zu arbeiten, bei der Lautstärke und die vielen Störungen, und du brauchst halt Aufmerksamkeit zum Lernen und so. Könntest du dir vorstellen, dass also die Art der Kommunikation, wobei wir vorhin gesprochen haben, Binden, Forderungen, Empathie und so weiter, dass das ein Grund dafür sein könnte, dass so viel gestört wird im Unterricht und dass Unterricht so unruhig ist und häufig vielleicht nicht so stattfindet, wie er stattfinden soll? Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil dieses permanente Unterdrücken der eigenen Bedürfnisse, weil man irgendwelche Sachen muss, also das potenziert sich ja wahrscheinlich nur auf Dauer, ne? Und wir lernen das ja schon auch vor der Schule, so wie mit dem Beispiel hier, wenn Mama und Papa, also Mama und Papa sind ganz traurig, wenn du nicht aufisst, und in der Schule geht das halt so weiter, dass das natürlich nicht förderlich ist, im Gegenteil, ne? Also eine Entfremdung findet eigentlich ja immer mehr statt, je weniger ich den Bedürfnissen nachgehen kann oder auch für meine Gefühle, die ich habe, verurteilt oder bewertet werde. Ne? Also wenn ich, man geht auch immer von so einer Norm aus, wie es ist, weißt du? Wenn ich sage, du, nach 2 Stunden Unterricht muss ich mich jetzt mal bewegen, und andere sagen, nö, ich muss das erst nach 4, ist aber mein Bedürfnis nach 2 nicht falsch, weißt du? Also, aber da findet ja auch immer die Bewertung statt, dass man halt festgelegt hat, keine Ahnung, dann und dann machen wir Pause, so lang ist der Unterrichtstag für das Alter von solchen Schülerinnen und Schülern, aber das ist ja trotzdem immer noch eine individuelle Kiste, ne? Gerade wenn wir dahingehend hier Inklusion schauen und irgendwelche Leute, die eine ADHS-Diagnose haben oder sowas, ne? Dann können die sich natürlich nicht so lang konzentrieren wie andere, aber die Norm, an die sich alle halten müssen wieder, ne, ist natürlich die Situation, wo das Bedürfnis unterdrückt wird. Und das lernen wir auch weiter. Das geht ja in der Uni so, das geht im Job so, in der Ausbildung, das geht in Beziehungen so. Hardcore. Ja, hardcore. Und jetzt lesen wir diese Bücher darüber, machen Übungen und unterhalten uns da regelmäßig drüber.
gucken uns empirische Erkenntnisse an, also wie wirken solche Trainings, haben die irgendwelche positiven Effekte, und es gibt einige, die da positive Effekte zeigen und das auch mit einigermaßen Studienqualität. Ich hätte mehr erwartet, aber es gibt zumindest ein paar Studien. Und jetzt kommen wir, hatten wir beide Beispiele gerade, Privatleben so ein bisschen Stress, weil vielleicht einer mehr Sport treiben möchte als der andere und so, und dann verstehen die sich nicht, dann ist einer irgendwie, fühlt sich irgendwie ein bisschen gekränkt und so. Und fühlt sich gekränkt, ja. Sag mal, wie er sich fühlt. Weil das haben wir nämlich noch nicht besprochen. Wenn ich sage, ich habe das Gefühl, das, dann kommt kein Gefühl. Ja. Dann kommt immer eine Interpretation. Ich habe das Gefühl, du hörst mir nicht zu, zum Beispiel, wie wir das vorhin hatten. Dann unterstelle ich dir, dass du mir nicht zuhörst. Aber was habe ich denn eigentlich für ein Gefühl? Und das meint Rosenberg auch wieder mit entfremdet. Wir nennen nicht unsere Gefühle, weil wir davon entfremdet sind. Wir haben uns davon quasi distanziert, sondern wir sagen immer gleich die Analyse, die Bewertung, die Unterstellung, die Verurteilung. Und das ist das Gewaltvolle daran. Ne? Ja, aber was mir an dieser Frage wirklich schwerfällt oder an der Antwort oder was mir Probleme bereitet, da vernünftig darauf zu antworten, ist, dass ich glaube, nicht genug Gefühle im Kopf zu haben. Also ich kriege sie nicht verbalisiert. Ja. Und ich habe da mal was mitgebracht. Du hast ja sowas wie Freude oder Angst. Oder generell so irgendwie so ein Konglomerat von schwächeren Gefühlen, wie auch immer. Aber ich habe zum Beispiel, der ich mich eigentlich so mit Emotionen auch ein Stück weit beschäftige in der Forschung, total Probleme, Gefühle beim Namen zu nennen. Ja. Weswegen es ja wahrscheinlich dann auch solche Kärtchen da gibt. Die ja, genau. Das Witzige ist, auch das ist sehr individuell, weil ich kann, bei den Gefühlen habe ich nicht so Probleme, sondern eher mit dem Bedürfnis dahinter. Weil da wird so auch teilweise für mich sehr anstrengend, das überhaupt herauszufinden. Ich bringe dir gleich mal ein Beispiel. Aber Gefühle stellen sich, also positiv konnotierte Gefühle stellen sich ein, wenn ein Bedürfnis erfüllt wurde. Du bist glücklich, du fühlst dich befreit, du bist erfreut oder sowas, ne? Amüsiert. Also irgendwas wurde befriedigt, irgendein Bedürfnis. Und die ja, vermeintlich schlechten oder negativ konnotierten stellen sich ein, wenn ein Bedürfnis halt nicht erfüllt wird. Ne? Und da haben wir natürlich eine ganze Menge. Es gibt hier so Hauptkategorien wie Ärger, Wut, wo dann nochmal so ein paar Adjektive stehen wie hasserfüllt, zornig, bestürzt, fassungslos, entrüstet. Also wir haben so eine Palette an Gefühlen, wie viel Sachen wir beschreiben können oder wie wir Sachen beschreiben können. Und ich finde, das wird am wenigsten gemacht. Ne? Also dass man mal wirklich sagt so, boah, ich bin wirklich gerade echt bestürzt, so weil mir Punkt, Punkt, Punkt wichtig ist und das gerade nicht eingetreten ist oder sowas. Ne? Und genauso bei Angst, Stress, da kannst du skeptisch sein, du kannst Zweifel haben, du bist misstrauisch, irritiert, durcheinander, verwirrt. Ne? Da gibt es so viel und das ist eine Trainingssache. Ja. Ja, und das ist halt einfach auch, also beim Namen nennen. Ne? Ja, also ich glaube, dass man es irgendwie spürt, vielleicht, aber ich glaube auch, dass man es noch nicht mal so differenziert groß spürt, aber das ist eine Frage von Übung, wie du sagst. Ne? Mega. Da muss man sich angucken und das ist ja auch so, auch rein deklaratives Wissen. Also, was gibt es überhaupt alles? Also, du hast jetzt gerade von negativ konnotierten Gefühlen gesprochen, wo ich sagen würde, das ist ein Gefühl, das könnte man so ausdrücken, habe ich gar nicht so im Sinn. Du kannst einen schönen Test machen. Also, wenn du, ich habe das Gefühl, das vermeiden, sondern du bevorzugst die Formulierung, ich bin. Weil dahinter kann nur ein Gefühl kommen. Ich bin glücklich, ich bin verärgert, ich bin wütend, ich bin blond, traurig, ich bin, genau. Ja, das ist kein Gefühl. Ja, aber du sagst ja auch nicht, ich habe das Gefühl, das ist blond. Ja, ja, ja. Also ja. Es geht ja darum, das Gefühl zu formulieren. Ja, ja. Und da hast du mich aber jetzt gerade ausgetrickst, für einen Schlingel. Nee, aber auf jeden Fall kannst du das so überprüfen, ob dein Gefühl wirklich ein Gefühl ist. Wenn ich sage, ich habe das Gefühl, du hörst mir nicht zu und formuliere das um und sage, ich bin, du hörst mir nicht zu, dann ist das kein Gefühl. Mhm. Dann ist es einfach nur Unterstellung oder du fasst es als Unterstellung auf, fühlst dich vielleicht angegriffen, wieder Gewalt, du fühlst dich angegriffen, sondern nein, du bist entrüstet, weil du meine Aussage als Unterstellung verstehst, dass du mir nicht zuhörst. Ja, und das finde ich massiv. Also da merkt man, dass 38 Jahre Leben ohne diese Fuck, Denke. Ne? Ja, wirklich. Fuck, habe ich auch gedacht. Weil, ja, also ich kriege es nicht hin. Das, was ich hinbekomme, da würde ich gerne Hits hinleiten. Und dass wir über die Bedürfnisse, dass wir es mit einfließen lassen in diesen nächsten Punkt. Ich habe ja gerade gesagt, du hast die Beziehung, da ist jemand unglücklich, du hast den Unterricht, da ist jemand irgendwie stört irgendjemand und macht irgendwas, was er nicht machen sollte. Und was ich ganz gut umgesetzt bekomme oder zumindest mir gut vorstellen kann, was ich immer mal wieder hervorrufen kann. Das sind so diese vier Schritte, die in der GfK
vorgesehen werden, um ein Problem zum Beispiel zu lösen. Ja. So. Und darüber sollten wir mal sprechen. Wir haben ja schon irgendwie viel von Beobachtung gesprochen, ohne es irgendwie zu bewerten, über Bedürfnisse gesprochen und jetzt gerade auch Gefühle mal einmal kurz ein paar benannt. Und diese vier Schritte, womit man sowohl auch im Privaten als auch jetzt in der Schule, glaube ich, gut umgehen könnte, wenn man das nur bewusst hat. Ich glaube, es ist unrealistisch, dass man immer diese vier Schritte durchgeht, um irgendwie ein Problem zu lösen. Ja. Aber man kann es, glaube ich, schon so ein bisschen als kleinen Leitfaden im Kopf haben, für Lehrkräfte zum Beispiel an Elternsprechtagen, Gespräche im Lehrerzimmer, wenn da irgendwie mal noch was organisiert werden muss, was relativ schnell gehen muss und man hat gar nicht so viel Zeit, weil die 20-Minuten-Pause ist gleich vorbei. Aber eben auch in der Beziehung, wenn man nach Hause kommt und es gibt Stress, weil der eine noch Sport treiben muss und der andere nicht möchte. Wollen wir diese vier Schritte mal durchgehen, um mal drüber zu sprechen? Gerne. Ja. Also wir hatten ja schon die Beobachtung, ne? Das hatte ich ja beschrieben, wenn irgendwas vorgefallen ist, dass du deine Beobachtung trennst von der Wertung. Simples Beispiel, Müller ist ein richtig schlechter Fußballspieler geworden. Schlecht ist die Bewertung, was aber eigentlich die Beobachtung war, und das kann man immer damit überprüfen, was hätte eine Kamera filmen können. Müller hat die letzten drei Spiele keine Tore geschossen und läuft weniger im Spiel. Mhm. Also so, was messbar ist und was die andere Person auch schwierig leugnen kann, weil das wirklich das ist, was vorgefallen ist einfach. Ne? Das heißt also, du trennst die Beobachtung von der Bewertung, weil wenn du es nicht tust, folgt eine Analyse, eine Bewertung, diese Definition von Fehlverhalten und du entfremdest dich wieder von dir, sondern schiebst dem anderen irgendwie was zu, weil der das gemacht hat, bin ich jetzt so und so, weißt du? Der Kevin stört nur den Unterricht. Genau, was macht denn der Kevin? Der Kevin hat auf seinem Stuhl gekippelt in der 5. und 6. Stunde. Das hat er gemacht. Ne? Hat er den Unterricht damit gestört? Aber auch nicht, der kippelt ständig. Ständig ist, ständig wäre auch nicht exakt genug. Ja. Ne? Also, ja, man darf das wahrscheinlich dann auch nicht zu kleinkariert sehen. Ne? Also, aber so, dass man das schon möglichst eingrenzt irgendwie, ne? Damit man klar und wertfrei benennt, was vorgefallen ist. Und dann kann ich auch beim Elternabend, wenn es um den Kevin geht, vielleicht auch besser kommunizieren. Nicht ihr Sohn, der stört ständig den Unterricht, sondern ich sage, ja, es ist die letzten drei Tage in der 5. und 6. Stunde hat der Kevin gewackelt am Stuhl und seine MitschülerInnen irgendwie angelabert, angequatscht. Das wäre ja auch schon wieder wertend, aber weißt, worauf ich hinaus will. Ja, Schritt 1, also Beobachtung. Genau. Schritt 1 ist Beobachtung. Und Beschreibung der Situation. Neutral, ohne was rein zu interpretieren, sondern möglichst messbar, so wie das eine Kamera gefilmt hätte. Wenn ich das nicht tue, laufe ich Gefahr, quasi mit dieser Unterstellung schon beim anderen diese Abwehrhaltung, und da sind wir wieder bei Gewalt, Abwehr, Verteidigung, solche Mechanismen irgendwie auszulösen. Zweiter Schritt. Der zweite Schritt wäre, das Gefühl zu äußern. Also erstmal jetzt bei sich selbst zum Beispiel. Du hast gerade eine Minute lang weggeguckt, als ich mit dir gesprochen habe. Ich bin verunsichert, weil ... wenn ich das so stehen lasse, also ich äußere mein Gefühl der Verunsicherung, weil das kann ich ja auch nicht leugnen. Das ist ja das, was ich tatsächlich empfunden habe. Wenn ich das jetzt aber so stehen lasse, und deswegen kommen wir gleich zum nächsten Punkt, dann gebe ich dir die Schuld für meine Verunsicherung. Weil du auf das Blatt geguckt hast, bin ich verunsichert. Ja. Nein, du bist nur der Auslöser. Der wirkliche Grund ist quasi mein Bedürfnis dahinter, weil es mir wichtig ist, dass du mir Aufmerksamkeit schenkst. Und mein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit ist der Grund, warum ich mich so fühle. Das, was du der Beobachtung nach getan hast, auf das Blatt zu gucken, war der Auslöser. Also du bist nicht schuld daran, dass ich dieses Gefühl habe, sondern mein Bedürfnis hat die Schuld, wenn man das so will. Das heißt, Schritt 1 haben wir Beobachtung, genau. Schritt 2 ist das Gefühl, tatsächliche Gefühl, das mitzuteilen, genau. Wie ich mich dabei fühle. Genau, und nicht, ich habe das Gefühl, das, weil dann kommt kein Gefühl, sondern also eine Interpretation. Wirklich ein Gefühl zu nennen, sondern ich zu überlegen, was wird da wirklich gekitzelt, genau. Was kommt da hoch? Ich bin verärgert, glücklich, frustriert, etc. Das dritte, da kommt das Bedürfnis. Da kommt das Bedürfnis, habe ich gerade schon angesprochen. Ganz wichtig, weil, wie gesagt, das Bedürfnis der Grund ist, der dahinter steckt. Und nicht die Person,
die das mit ihrem vermeintlichen Fehlverhalten gemacht hat. Und es ist schön, das Bedürfnis auch benennen zu können, weil dann weiß ich, alles klar, ich weiß, was ich brauche. Ich brauche jetzt gerade Aufmerksamkeit. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und für einen selber ist das cool zu wissen, weil ich ja dann auch in dem vierten Schritt darum bitten könnte, was ich eigentlich brauche. Und vielleicht hat die andere Person Bock, mir da ja auch mir das zu geben oder mir zu helfen. Und das formuliere ich in der Bitte, ein Wunsch ist. Jetzt hast du während unseres Gesprächs mich dreimal darauf hingewiesen, dass ich auf meine Zettel gucke, wenn du mit mir sprichst. Ich habe das nur als Beispiel genommen. Ich weiß, das du könnte kannst dich. Du kannst jetzt gerne die Bitte formulieren, wenn du möchtest. Ja, ich würde dich bitten. Ja, jetzt müssen wir kurz. Das waren nur Beispiele. Ja, ich bin dabei geblieben, weil wir dann so einen roten Faden haben. Ne? Ach so. Beim ersten Mal habe ich das gedacht, beim zweiten Mal schon wirklich. Beim dritten Mal war ich dann klar, okay. Bist du jetzt verunsichert? Verunsichert? Nö. Aber wenn ich jetzt immer runtergucke und schreibe, denke ich daran. Ja, habe ich mir gedacht. Du merkst, es ist nicht einfach, ne? Es ist wirklich nicht einfach. Nee, ich habe es einfach nur genommen, weil ich es einmal für hatte. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, damit es leichter ist. Und die jetzt auch darauf achten, dass ich ständig runtergucke. Ich hoffe, der Jongsu und Timon, die schneiden das so, dass man das nicht sieht, dass ich ständig runtergucke. Es ist mir klar, dass du natürlich deine Notizen da durchgehen musst. Und ich muss ja auch runtergucken. Es war wirklich nur ein Beispiel aus dem Affekt. Ist alles gut. Und genau jetzt kommen wir in die Situation. Ich habe jetzt ja das Gefühl, dass du dich wegen mir schlecht fühlst. Aber ist das jetzt richtig formuliert, was du da gerade hast? Überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht, weil erstens übernehme ich für deine Gefühle Verantwortung, weil ich dir das jetzt gesagt habe. Dabei ist bei dir ja auch wieder nur ein Bedürfnis dahinter. Und zwar das Bedürfnis natürlich irgendwie, deine Arbeit hier gut zu machen, deine Moderation. Dann dass natürlich du dich auch in, wohlfühlst. Dass ich mich wohlfühle, dass wir in Kontakt bleiben. Also die Nähe ist dir wichtig, etc. Ne? Da müsste man halt wieder diggen nach dem Bedürfnis. Manchmal finde ich das so anstrengend, fertig. Komme ich gleich noch zu. Auf jeden Fall kann ich dich dann halt eben bitten um das, was ich brauche. Und natürlich kann das wie eine Forderung formuliert sein, dann ist es aber auch keine Bitte mehr. Oder ich sag dir halt konkret, Ferdi, wenn du auf die Zettel guckst, dann verunsichert mich das, weil ich ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit habe und ich würde dich bitten, wenn du kannst, mir öfter in die Augen zu schauen. Ja. Und eigentlich soll man die Bitte, oder soll, ist jetzt auch schon wieder, die Bitte im Idealfall in einer sogenannten positiven Handlungssprache formulieren. Also wirklich erstmal nicht, was du nicht willst, sondern also nicht sagen, lass das, bla bla bla, lass und nicht, was du nicht tun sollst, sondern sagen, was du tun könntest, damit es mein Bedürfnis oder mit zur Befriedigung meines Bedürfnisses beiträgt. Boah, jetzt habe ich mir den Mund vorsichtig. Und dann auch noch so konkret wie möglich. Also wenn du dann nach Hause kommst und Sport machen willst, dann kannst du mich darum bitten, Sport zu machen. Dann gehen wir beide los, wir rennen, joggen, gehen dann noch nachher noch in eine Fitte, trainieren da noch und ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde mitmachen. Aber für dich war ja Sport machen dann noch eine dritte Station beispielsweise, ne? Dass man da konkreter wird, was man genau braucht, um die Bitte in dieser positiven Handlungssprache zu formulieren. Okay, damit haben wir vier Schritte durch. Ja. Schritt 1, Beobachtung. Ich beschreibe die Situation, so wie eine Kamera die gesehen hat, wie es messbar wäre und so weiter und so fort. Ja. Zweitens ist das Gefühl, das ich also wahrnehme bei mir in der Situation. Ich kann in der Beziehung sein, ich nehme irgendwas wahr, also ich beobachte was, sag, ne, so beobachte ich das, dass das Gefühl kommt, auf, das kann ich in der Schule genauso machen. Ja, ich kann ja auch einem Schüler oder dem Schulleiter oder der Schulleiterin oder einem Elternpaar sagen, wenn ich das so und so, wenn das so und so vorkommt, dann löst das in mir, ich werde nervös oder ich werde ängstlich, weil, ne, habe Angst vor der, vor der Gewalt oder das, was ich da irgendwie erwarte. Also Gefühl, das dritte ist das Bedürfnis, dass ich also ausspreche, welches Bedürfnis ich selbst habe in der Situation, ne? Ja. Dass ich mich sicher fühle. Ja, ich würde dich am liebsten schon unterbrechen, weil du hast gerade gesagt, was ich erwarte. Das machen wir gleich nochmal mit der Zusammenfassung, ja. Nee, das ist ja ein gutes Beispiel auch, weil du ja dann irgendwas lässt oder machst, weil du irgendeine Konsequenz erwartest. Und auch das könnte ja aber auch wieder eine Unterstellung sein. Weißt du, was ich meine? Also, weil du weißt ja noch gar nicht, ob das wirklich so ist. Sondern, okay. Ja, es zackt, ne? Ja, es regt mich auf. Das macht mich voll aggressiv. Ja.
Was macht das mit dir, ja, über gewaltfreie Kommunikation? Es macht mich aggressiv, weil ich das Bedürfnis habe nach Leichtigkeit gerade und das sehr anstrengend für mich ist, das permanent also durchzuziehen. Also mich macht es aggressiv, mich macht es nicht aggressiv, aber ich resigniere ein Stück weit und denke so, wow, weil ich gerne Sachen dann beherrschen möchte. Mhm. Also egal, ob es jetzt Tennis spielen ist, Badminton spielen, Volleyball spielen, ich möchte das beherrschen und möchte das gut können. Und jetzt merkt man einfach, wie krass automatisiert einfach so unsere Sprache ist. Wie selbstverständlich ich sage, ich habe das Gefühl, dass. Ja. Ist kein Gefühl, Junge. Nee, aber weißt du, was ich mir da denke? Also der Rosenberg sagt ja, man hat diese vier Wege, wie man auf eine Aussage reagiert. Ne? Erstens sagt, ja stimmt, du hast recht, Entschuldigung. Ne? Man entschuldigt sich für das vermeintliche Fehlverhalten. Dabei haben wir ja gelernt, wir sind nicht die Ursache, sondern nur der Auslöser. Das heißt, wir tragen nicht die Verantwortung des anderen. Wir brauchen uns eigentlich auch nicht zu entschuldigen. Wir können bedauern. Das würde gehen. Das zweite ist, in den Gegenangriff starten, verteidigen, wieder Gewalt. Das dritte ist, du äußerst, was du gerade fühlst, empfindest, brauchst und vielleicht auch eine Bitte. Aber ich finde, man muss da auch nicht immer sofort die vier Schritte durchgehen. Vor allem, wir haben ja gemerkt, wie schwierig das ist. Sondern es geht ja erstmal darum, im Alltag zu üben, okay, was empfinde ich gerade? Also irgendwas ist passiert in der Bahn, im Alltag, in der Schule, in der Klasse. Und dann zu gucken, was für ein Gefühl löst es gerade in mir aus? Und wenn ich das einigermaßen geschafft habe, kann ich gucken, aufgrund welches Bedürfnisses habe ich denn dieses Gefühl? Also welches Bedürfnis wird nicht erfüllt oder erfüllt? Und wo ist der Mangel? Was könnte man da tun oder was genau? Auch das ist so eine harte Arbeit, finde ich, weil auch wenn es eine Bewertung von mir ist, aber es ist eben mein Empfinden, weil du da sehr tief dingen musst bei dir selber. Also was dir jetzt da gerade eigentlich fehlt zum Beispiel. Ne? Und ich glaube, da fängt auch so eine psychotherapeutische Arbeit an, so eine krasse Reflexion oder so eine Selbstexploration zu betreiben, wie es in der Psychologie heißt, dass das unangenehm ist, weil es anstrengend ist, weil man vielleicht auch Sachen entdeckt, die man sich eingestehen muss, für die man sich jahrzehntelang vermeintlich geschämt hat, weil man dieses Gefühl ja nicht empfinden darf. Mhm. Da sind wir zum Beispiel auch bei Geschlechterrollenbildern, ne? Männer, Indianer kennen keinen Schmerz oder so ein Bullshit. Ne? Sachen, die man einfach geleugnet hat, die kommen dann natürlich bei erfolgreicher Selbstexploration ans Tageslicht und das kann natürlich auch sehr unangenehm sein und sehr, oh krass, was habe ich die letzten Jahre gemacht, so, ne? Oder die letzten Jahrzehnte, wie du schon gesagt hast. Und das vierte ist, dass man die andere Person empathisch aufnimmt und der sagt, bist du traurig, weil bla bla bla, weil du das und das brauchst. Ne? Und da sind wir bei der Königsdisziplin. Also stell dir eine Konfliktsituation vor, wo dich schon jemand anschreit und du selber vollgeladen bist und jetzt in dem Moment sollst du, und da waren wir ja anfangs unserer Diskussion, sollst du anfangen irgendwie zu sagen, bist du sauer, weil du bla bla bla, so, weißt du? Da denke ich auch so, never, Alter, ne? Ich gehe sofort im Gegenangriff so, weil so haben wir es halt gelernt, ne? Aber es wäre so deeskalierend, den anderen abzuholen und zu checken, so, ja, okay, ich checke gerade, wie du dich fühlst und das ist auch nicht falsch oder das hat absolut seine Berechtigung, so, weißt du? Mhm. Und so, glaube ich, kann man das langsam üben. Ja, aber ich glaube, wenn wir jetzt Also lass mich nochmal zusammenfassen in meinem schönen Monolog. Erstmal Gefühle bei sich selber checken. Bedürfnisse bei sich selber checken, wenn man das einigermaßen kann, vielleicht bei dem anderen gucken, was sind die Gefühle, was Bedürfnis dahinter, ne? Ja. Und dann fängt, glaube ich, unweigerlich krasse also Persönlichkeitsentwicklung auch statt. Ja, ich hab mir das ähnlich aufgeschrieben gerade, dass du, was du jetzt gerade gesagt hast, also wenn man Verhalten verändern möchte bei sich selbst, muss einem ja das Verhalten erstmal bewusst sein. Ja. Also wenn ich Verhalten nicht bewusst habe, dann kann ich es eigentlich kaum verändern. So wie bei Smartphone-Konsum, so Sachen, die so automatisiert sind oder wie ich mir die Zähne putze oder so. Ja, man sagt ja, Erkenntnis ist der erste Schritt zur Veränderung. Ja, genau. Also ich muss das Verhalten bewusst haben. Ich gehe zur professionellen Zahnreinigung und die Zahnärztin sagt mir nochmal, sie müssen übrigens so putzen. Dann achtest du beim nächsten Mal drauf und denkst, oh fuck, yo, ich reibe mir eigentlich den ganzen Zahnschmelz runter. Ja. Das heißt, ich muss es bewusst haben. Und bei Gefühlen und Bedürfnissen ist es genauso. Also das ist was ich vorhin angemerkt habe mit den Gefühlen. Welche gibt es überhaupt? Mhm. So. Und dann mit den Bedürfnissen. Also mal wahrzunehmen, selbst in stressigen Situationen, in denen ich offensichtlich was brauche. Was denn eigentlich? Und dann in der Lage sein, das auszusprechen. Und ich glaube, nur dieses Bewusstsein dafür würde uns im Privaten ultra helfen, aber in der Schule auch. Weil manchmal haben wir Unterricht, an der Schule und bei mir in der Uni genauso. Ich bleibe vor allem bei Schule, in jüngeren Jahrgängen.
da ist richtig Action. Das ist laut in der Klasse, da wird richtig geballert und gemacht und getan. Und das ist okay so. Man hat auch so das Gefühl, die nehmen was mit und das macht allen Bock und selbst der Lehrkraft. Und dann gibt es andere Einheiten, die müssen total ruhig sein offensichtlich. Und dann ist die Lehrkraft total enttäuscht, wenn es irgendwie nicht ruhig ist. In der einen Stunde war es aber vollkommen okay. Und das hat ja viel mit Bedürfnissen zu tun, weil man Aufmerksamkeit dann möchte, mehr und so weiter und so fort. Also wahrzunehmen, da habe ich das Bedürfnis, da habe ich das. Und dass das die Menschen um einen herum ja auch mitbekommen. Also dass man es mitteilt. Ja. Ich glaub, das ist schon eine krasse Sache. Und, ja. Und das dritte oder vierte, was ich aufgeschrieben habe, also das eine erstmal bewusst haben. Ich glaube, das kann man super üben, mal üben, genau. Einfach so ein bisschen Awareness da aufzubauen. Ja. Ist diese Schrittfolge, also auch wenn wir sagen, diese vier Schritte, ich zähle sie nochmal auf, beobachten, Gefühle äußern, ne, was fühle ich in dieser Situation, dann mein Bedürfnis mitteilen. Der Grund für das Gefühl letztendlich, genau, die Ursache. Und dann Bitten äußern, ne, dass ich also auf Grundlage der Bedürfnisse jemanden um etwas wünsche, also irgendwas um jemanden um etwas bitte, also Wünsche äußere. Ja. Kann man bei einem Problem diese Schritte durchgehen, auch bei einem Beratungstermin zum Beispiel kann man solche Schritte durchaus durchgehen oder zumindest am Anfang mal anfangen mit den ersten beiden mal, ne? Also eine Situation erstmal zu beschreiben, weil wenn du vorhin von Deeskalation und so sprichst, du gehst direkt drauf, wenn ich jetzt sagen würde so, bist du nervös? Mir scheint es als, dann könntest du direkt in Kontra gehen, aber indem ich halt die Situation erstmal beschreibe, am besten auch irgendwie quantifizieren kann, nehme ich ja so ein bisschen Stress raus, weil die andere Person kann ja nicht sagen, wie denkst du dir das aus, sondern das ist halt einfach Fakt. So. Und das leitet, glaube ich, so eine Kommunikation ganz gut ein. Genauso wie bei einem Beratungstermin. Sowas, glaube ich, gut sein könnte, dass man erstmal eine Situation beschreibt und dann halt weitermacht. Ja, das hat auch eine Gemeinsamkeit mit der personenzentrierten Beratung. Dann nennt sich das Spiegeln. Das ist quasi das Wiedergeben der emotionalen Inhalte, das Verbalisieren der emotionalen Inhalte. Also du erzählst mir was, bist meinem Eindruck nach völlig aufgebracht und aufgelöst und erzählst mir die Story und ich kann dann deine Emotionen dazu benennen, ne? Weil ich das versuche da rauszulesen, weil ich empathisch dir gegenüber bin und sage, und das macht dich ganz schön fertig und oder ich sage, boah, wenn ich das erlebt hätte, da wäre ich ganz schön traurig oder sowas, ne? Und in dem Moment fühlst du dich verstanden und wir sind auf einer Wellenlänge, also wir haben eine Basis zueinander, ne? Und das ist wahrscheinlich auch wieder dieses, was heißt wahrscheinlich, das ist dieses Zwischenmenschliche, ne? Du hast das Gefühl, was kein Gefühl ist, aber dass ich dich verstehe und bist sogar animiert oder inspiriert, mir mehr davon zu erzählen, ne? Und wir alle wissen, wie gut es ist, miteinander zu sprechen und zu kommunizieren, ohne irgendwelche Masken oder Fassaden, sondern dass man selbst sein darf eben auch. Dein Gefühl, egal ob es ein negatives oder positiv konnotiertes ist, darf einfach da sein. Ich verstehe dein Gefühl, schätze das sogar noch wert, dass du mir davon erzählst. Und du darfst du sein und wir kommen weg von dieser Entfremdung hin zu uns selbst. Ja, absolut. Ja. Lass uns mal zum Ende dieses Themenbereichs kommen. Ich hatte in der letzten Woche eine Situation in der Uni, da hatte ich eine Mitarbeiterin, die hatte ein kompliziertes Gespräch vor sich, sie musste was fordern, also da war Stress im Kessel. Und ich habe empfohlen, nimm diese vier Schritte mal und baue das Gespräch mal entsprechend der vier Schritte auf. Okay. Also überleg dir vorher ungefähr, was alles so kommt und mach dir so eine kleine Gliederung und geh mal so durch. Beschreibe erst die Situation und dann sag auch ich auch, dass es dich nervös macht und du ängstlich bist, etwas nicht mehr innerhalb der Deadline zu schaffen und so weiter und so fort. Und jetzt so aufgebaut. Und es hat funktioniert. Es war ein richtig wohliges Gespräch, es war angenehm geführt und sie ist letztendlich zu dem Ergebnis gekommen, dass sie erreichen musste, um den Doktor zu bekommen oder zu machen und so weiter und so fort. Also in die richtige Richtung zu gehen. Ja. Was hat sich bei dir geändert im Leben, seitdem du so tickst und so denkst und dafür ein Bewusstsein hast? Weil ich glaube, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern ziemlich komplex vorkommen könnte. Und es ist halt so eine Theorie, es klingt super esoterisch. Immer wenn du jetzt gerade sagst, ja, ich habe das Gefühl, eigentlich nicht richtig, was ich sage, klingt es voll übertrieben und voll lebensfern. Was hat es dir gebracht, was hat sich verändert, bevor wir dann vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen und weitermachen? Also ich bin halt mega sensibilisiert, was das Thema angeht, ne? Ich wollte ganz kurz auch nochmal so ein Alltagsbeispiel bringen. Gestern fahre ich Auto und vor mir ist so eine Sportkarre irgendwie und da kommt halt richtig laut Thunderdome-Mucke raus. Also kennst du noch von früher? diese richtig schnellen, also für mich schrecklichen Techno-Beats so, ne? Und ich denke mir natürlich sofort, boah, du Spacken, so, ne?
Und das ist ja eine Bewertung, ein Urteil, was ich treffe, sogar noch eine Beleidigung, wenn man so will, über jemanden, der da einfach vor mir in seiner Karre sitzt und seine Musik hört, die er mag. Ne? Und ich nenne das immer, das ist auch wieder verurteilend, aber ich nenne das immer den inneren Nazi in mir, den ich dann erkenne. So, warum befinde ich mich denn im Außen und muss diese Person, also was, welches meiner Bedürfnisse wird da eigentlich gestört durch sein Thunderdome hören laut? Also was stört mich dabei? Meistens ist es ja so ein Moralurteil, was man trifft. Das macht man nicht, man rast nicht mit dem Auto, man hört nicht so eine unkultivierte Musik so. Aber das ist ja alles Bewertung. Und was ist eigentlich mein Werturteil dahinter, also mein Bedürfnis dahinter? Und das habe ich bis heute noch nicht rausgefunden, lieber Ferdi. Also ich weiß nicht genau, ich weiß auch nicht immer, was das Bedürfnis dahinter ist. Und das macht es so schwer im Alltag. Und ich glaube, deswegen ist dieses Üben so gut, dass man überhaupt erstmal guckt, okay, der hört diese Mucke, was werde ich eigentlich? Wütend. Ja. Dass ich überhaupt erstmal die Emotionen benennen kann. Ne? Und was das jetzt mit mir macht, ist erstmal natürlich viel kopfig. Kannst du dir vorstellen? Ist tatsächlich nicht einfach. Aber in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen hat sich sehr viel zum Guten hingewandelt. Freundschaften werden, die Qualität wird besser, wenn man das so ausdrücken will. Das ist wahrscheinlich auch nicht GFK-frei, oder doch, es ist GFK-frei. Ich darf mehr so sein, wie ich bin, die Person oder meine Freunde, meine Beziehung etc. auch. Und das führt zu einer, ja, wie Rogers das definiert hat, spürbaren Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Und das fühlt sich einfach gut an. Und gut wäre jetzt auch wieder zu schwammig, ne? Du merkst, ich bin ja immer am Buzzern hier. Im Sinne von angenehm, es wird leicht, es wird, es nimmt dir den Druck, weil du musst ja jetzt nicht irgendwie performen oder irgendwer anders, also du musst nicht irgendwer anders sein gerade. Du kannst natürlich in einer gewissen Rolle sein, wie die des Lehrers, gerade des Moderators oder, ne, aber du bist ja trotzdem immer noch Ferdi, ich bin immer noch Konstantin. Also du darfst authentisch sein, echt sein in deinen Beziehungen und das ist wirklich eine angenehme jetzt Erfahrung. Jetzt sagst du, du darfst echt sein und Empathie spielt ja eine große Rolle und irgendwie so gewaltfrei, bla 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 und so weiter und so fort. Darf ich dir eine etwas persönlichere Frage stellen? Ja, ne? Prima. Nein. Wir waren mal vor einem Jahr ungefähr, im letzten Sommer waren wir in Gelsenkirchen was zum Essen. Ja. Ja, da waren wir essen und du hast Nudeln mit Hähnchen gegessen. Ja, ich erinnere mich. Und wenn Menschen mich fragen, wie du so bist und ich beschreibe Konstantin, dann sage ich, spannender Mensch, weil und so weiter und so fort. Und dann erzähle ich meistens von 1, 2, 3 Anekdoten. Es geht meistens ums Essen. Du hast gerade von, ich wiederhole das nicht. Typisch für dich ist, wenn dir was nicht schmeckt, sagst du es. Das heißt also, die Bedienung kommt hinterher und die fragt, hat es ihnen geschmeckt? Ich möchte nicht sagen, dass es besser ist. Ich würde sagen, danke, alles gut. Man wird wahrscheinlich erkennen, ob ich es ernst meine oder nicht, weil wenn ich es nicht gemocht habe, dann werde ich sagen, ja, danke, gut, und das ist so floskelmäßig. Und wenn es mir wirklich gut geschmeckt hat, wenn die Bedienung top war, dann würde ich es wahrscheinlich etwas ausmalen. Du sagst, nee, also um ganz ehrlich zu sein, hat mir überhaupt nicht geschmeckt. In mir hat es am Anfang totales Unbehagen hervorgerufen, weil ich dachte so, awkward. Ja. Really? Disharmonie, shit. Er sagt ins Gesicht, dass es ihm nicht geschmeckt hat in so einem Restaurant und die kann nichts dafür, weil die Küche es verkackt hat vielleicht. Und ja, ich habe im ersten Moment immer gedacht so, oh no, really? Und dann wurdest du von mir auch noch zum Essen eingeladen. Ist das gewaltfrei und das ist empathisch? Von mir oder von dir? Ich habe dich eingeladen und du sagst der Bedienung, dass es dir nicht geschmeckt hat. Ja, ich bin kongruent. Also wenn du sagen würdest, also wenn zum Beispiel, wenn dir es nicht geschmeckt hat und du sagst, ja, dann ist das ja nicht kongruent mit dem, wie du es empfunden hast. Ne? Und sie hat mich gefragt und ich habe mir irgendwann gedacht, ja, warum soll man das nicht sagen? Also es ist ja auch ein wichtiges Feedback für die Küche, dass dieses Gericht vielleicht einem Gast nicht geschmeckt hat. Und dafür ist die Frage da. Ich finde, das sind auch wieder so Normen, also das ist dann das System, das uns dazu hin erzogen hat, zu sagen, ja, wir sagen einfach nicht, dass es nicht geschmeckt hat. Ne? Und ich kann aber auch verstehen, dass, wir hatten das letztens auch in einem Freundeskreis, da ist auch jemand dabei, die
sehr schnell sich beschwert und eine andere, die sich mega dafür schämt, ne? Ob sie die jetzt eingeladen hat oder nicht. Aber die Situation am Tisch ist einfach ihr mega unangenehm, weil ihr Bedürfnis nach Harmonie da wahrscheinlich. Und es ist ja auch irgendwie so ein Fremdscham, der da einsetzt und sowas. Ne? Oh nein und so. Und ich kann mir vorstellen, wie es dir ging. Aber ich habe ja auch nicht das Gefühl, die Verantwortung für deine Bedürfnisse nach der GfK. Und deswegen kann ich sagen, dass es mir nicht geschmeckt hat. Bin damit kongruent. Ist das empathisch von mir? Empathisch wäre es vielleicht danach gewesen, bei dir zu erkennen, Ferdi, ist dir das unangenehm, weil du Wert auf eine Harmonie legst. Liebe. Genau. Aber es ist meiner Ansicht nach keine unempathische Reaktion, wenn ich ihr das sage, wenn ich ihr eine ehrliche Antwort gebe auf ihre Frage. Jetzt denken wir mal in Richtung Schule oder privat, das ist wurscht. Womit fängt man an, wenn man das mal machen möchte? Ich habe vorhin irgendwie von Verhalten muss einem bewusst sein, damit man was verändern kann. Was würdest du sagen, der sich jetzt ein bisschen mit Übungen und so auch beschäftigt hat diesbezüglich und das so in der Ausbildung mitgemacht hat? Womit fängt man mal an? Ich würde echt, also ich glaube, das ist sehr individuell, weil wir haben ja schon festgestellt, du hast es eher das Problem, das Gefühl zu benennen. Ne? Da würde es vielleicht helfen, dass man sich tatsächlich mal solche Vokabeln anguckt, also was es für Gefühle gibt. Dann habe ich gesagt zum Beispiel, bei mir sind gar nicht so die Gefühle das Problem, sondern eher die Bedürfnisse dahinter. Mhm. Auch da gibt es eine Bedürfnistafel, die so in Kategorien eingeteilt sind. Ich will mal ein paar Beispiele geben. Irgendwie, es gibt das Gefühl, dazuzugehören tatsächlich. Ne? Wir sind soziale Wesen. Da möchte man Verständnis, Gemeinschaft, da möchte man einbezogen sein oder auch seinen Platz haben. Man möchte Unterstützung, man hat das Gefühl nach Gerechtigkeit und Gleichberechtigung, man hat das Gefühl nach Leichtigkeit, nach Spiel, Spaß, Freude, Humor. Man möchte wirksam sein, also wir kennen das alle, wenn wir uns als Opfer in einem System, also ich kenne das zum Beispiel sehr gut, wenn ich mich als Opfer in einem System sehe, wo ich auch wieder die Wahlmöglichkeiten nicht habe, weil ich sage, ich muss arbeiten und mir sie nicht offen lasse. Wir haben das Bedürfnis nach Entwicklung dazu irgendwie beizutragen, nach Gemeinschaftssinn hatte ich alles schon. Eine Wertschätzung auch steht hier. Ästhetik, Harmonie, Ordnung. Mhm. Und worauf ich hinaus wollte, ist, dass man im Alltag erstmal anfängt zu gucken, okay, was fühle ich wann, also bei welcher Situation, was ist passiert? Und das reicht ja erstmal für die, die schon Probleme haben mit dem Gefühl. Und bei den anderen, die können ja eher gucken, ja, ich weiß schon, wie ich mich fühle, aber ich kann das Bedürfnis dahinter noch nicht klar checken. Und ich glaube, das reicht erstmal. Da muss man auch nicht gleich die 4 Schritte durchgehen oder so. Ist wahrscheinlich auch oft unrealistisch, weil wie du schon gesagt hast, du 38, ich 37 Jahre Fehlkommunikation gelernt, wenn man das aus dem Blickwinkel betrachtet ne? oder so beurteilen will. Ja. Merci. Ich würde dir im Folgenden gerne ein paar Fragen stellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ungefähr. Und du darfst immer einen Satz dazu sagen. Ein Satz? Mhm. Ach, scheiße. Du weißt aber, ich bin Laberfritz. Ein Satz. Wirklich nur ein Satz. So schnell es geht. Und warum darf ich das? Warum? Was stellst du mir hier? Weil wir jetzt Richtung Ende wollen und das soll so sein, dass wir werden Fragen sein, die ich immer mal wieder stelle. Ja, okay. Ja. Also dann stellst du hier so faschistoid quasi die Regeln auf, ohne dass ich damit involviert bin. Und bislang habe ich hier ganz echt wenig Regeln aufgestellt, dafür, dass ich dich eingeladen habe. Voll vorwurfsvolle Kommunikation hier. Bist du bereit? Nein, ja. Ein Satz ungefähr oder ein Wort? Gerne. Was wünschst du dir von Schule? Ich wünsche mir von Schule eine Veränderung dahingehend, dass sie individueller wird und modernisiert wird, endlich mal. Was wünschst du dir von der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern? Ich würde mir wünschen, dass Kommunikation da mit in der Ausbildung vorkommt und zwar vor allem halt eben ansatzweise zumindest die gewaltfreie Kommunikation. Was wünschst du dir von der Gesellschaft? Da ist er überfordert und das war es dann auch. Also, das Video zur gewaltfreien Kommunikation in Unterricht und Leben, ein Ausschnitt zumindest, das wurde extra für die Vorlesung produziert, dadurch, dass ich ja hier keine Gäste momentan empfangen kann und bei diesem Thema eigentlich dachte, einen Gast dazu haben, wäre viel besser als recht, wenn ein guter Freund von mir sich damit gut auskennt, haben wir also dann das Ding produziert. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen und ein bisschen inspiriert. Wir hatten in dem Studi-Chat hier ordentlich ganz schön viele Fragen und teilweise auch sehr tiefgehende Fragen. Vielen Dank an die Studierenden, die da aktiv mitgemacht haben. Schön, dass auch alle eigentlich dabei geblieben sind die ganze Zeit. Das hat sich gut angefühlt. Vielen, vielen Dank. Wenn Sie Interesse an dem gesamten Video haben, wie gesagt, ab morgen Nachmittag wird es das dann komplett geben bei YouTube. Und ich habe Ihnen auch das Wichtigste mal, oder was weiß ich, das ist unser Team,
das Wichtigste zusammengeschrieben. Und das finden Sie in einem Padlet. Und das Padlet finden Sie unter dem folgenden Link, also typische Padlet-Seite, und dann ist das /Videopodcast und /Material. Und wie gesagt, das ganze Video dann morgen auch bei YouTube. Offiziell danke an Konstantin für den Besuch. Der müsste, glaube ich, gerade zuschauen, hat er sich zumindest angekündigt. Vielen, vielen Dank für das gute Gespräch. Mir hat es total Spaß gemacht. Und wenn Sie Zeit haben sollten in Ihrem Leben, gucken Sie sich das ganze Video mal an oder zumindest den Anfang und das Ende. Also Sie haben jetzt die 1:30 in der Mitte gesehen. Am Anfang fehlen nochmal irgendwie so 10, 15 Minuten und am Ende nochmal so 1-2 Minuten. Gucken Sie sich das mal an, das lohnt sich. Finde ich ganz nett geworden eigentlich. Ansonsten, wie gesagt, Padlet einmal checken. Da haben wir ein bisschen was zusammengefasst und dann sehen Sie auch ein paar Making-of-Videos. Ganz, ganz fein ist das eigentlich geworden. Nächste Woche sprechen wir dann über Beratung, dann vor allem systemische Beratung und Manipulation. Und diesen ganzen Zips hat das wirklich mindestens genauso spannend. Und ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und viel Spaß mit dem schönen Wetter. Bis bald und schön, dass Sie da waren. Tschüss, tschüss.